Ich habe außerdem ein bisschen das Aha im Auge behalten, teilweise was verkauft, die ganzen Greens so für 1-2 Gold, ne, die wir noch in der Tasche hatten. Und ich habe mir tatsächlich auch was geholt für keine 7 Gold, nämlich diesen wunderbaren Vorschlaghammer. Hol den Vorschlaghammer, haben sie früher immer gesungen, damals in der grauen Steinzeit. Und da dachte ich mir, was sollen wir mit dem ganzen Gold, wenn wir tot sind, ne? Hilft uns das auch nicht mehr, darum dachte ich, wir holen uns mal einen schicken neuen Hammer und machen uns dann auf den Weg ins Schlingendorntal, um zu sehen, was uns wohl so erwarten tut oder auch nicht. Gold für das Mount, ja, habe ich auch gedacht, aber was hilft mir das, wenn ich jetzt verrecke? In Harzsee kannst du immer sehr, sehr gut in beide Richtungen argumentieren. Ja, dass du sagst, klar, muss sparsam sein, Lehrer ist immer teuer, Reittier ist teuer und so weiter, aber wenn du was haben willst, dann kannst du auch immer sagen, ja, aber wenn ich gleich sterbe, dann hilft es eben auch nichts mehr, ne? Das geht sehr, sehr gut, man kann sich immer in beide Richtungen überzeugen, ja. Hervorragend. Habe ich dir schon die Serie Shogun empfohlen? Weiß ich nicht, Meppo, ob du das schon gemacht hast, aber während Ghost of Tsushima ist gefühlt jeder zweite Beitrag im Chat, hast du schon Shogun gesehen. Darum ist mir die durchaus bekannt. Wenn nicht, dann mache ich es jetzt, sie ist geil. Dankeschön. Als Charmy brauchst du das Mount nicht so schnell, da Geisterwolf auch nur 20% langsamer ist. Das ist wahr, da hat man als Charmy oder Dudu fast immer das Gefühl, die Klassenkollegen da so ein bisschen zu verraten, wenn man sich so ein Reittier holt. Aber auch in SOD als Dudu mit der Reisegestalt war es doch ganz geil, muss ich sagen. Gerade bei den langen Wegen, die wir hinter uns bringen mussten, ne? Sei es zu Runen oder Dungeon-Eingänge oder was auch immer. Ja, was wollt ihr? Da ist es schon eine nette Sache und der kommt wirklich gerade an, der Gromgol. Oh, damn, son. Dann springen wir gleich mal rauf. Und dann müssen wir erst mal gucken, wie das alles war hier. In den gewohnten Gefilden. Wir hatten, glaube ich, immer mit Flammenschock eröffnet. Blitzschläge reingeknallt, ja. Sind von Frostbeißer zurück zur Flammenzunge gegangen, das weiß ich auch noch. Und Frostschock hatte aber auch gut reingeknallt, ne? Slowed und macht bis zu 222 Schaden. Erdschock, ja gut, das war der Unterbrecher. Ja, Flammenschock zum Engage. Und als Dot natürlich Erdschock zum Unterbrechen. Und Frostschock eigentlich immer, gerade wenn die abhauen wollen. Natürlich eine Offenbarung. Davon ab haben wir Verbrennung immer gestellt. Und ja, in letzter Zeit auch wirklich geschaut, dass wir viel auf Int gehen. Na, ich hatte ja immer so ein ja, Hybrid-Bild. Weiß nicht, ob ich das wirklich so nennen will. Meine richtig schlaue Agenda habe ich da ja nicht verfolgt, sondern mehr mit dem gearbeitet, was wir gerade hatten. Und darum hatte ich ja sehr viel Gear so auf der einen Hälfte mit Beweglichkeit und Stärke und auf der anderen Hälfte mit Int und Wille. Und mittlerweile sind wir ein bisschen umgesattelt so, mit mehr Int und Wille also konform gegangen. Und dann hatten wir auch noch neue Ränge bei Blitzschlag und so bekommen. Und das in Kombination, das hat sich sehr, sehr gut angefühlt. Darum hoffe ich mal, dass das weiterhin so bleibt. Wir haben ja auch noch ein paar Stoffsachen hier, ne? Halber Magier, Junge. Mal gucken, wie es aussieht. Lange nicht zu Hause gewesen, da wo die wilden Tiger wohnen. Erinnerst du dich noch an den Retail-Erfolg? Zurück aus dem Jenseits, wo du alles in Shadowlands gespielt haben musst, ja. Und am Ende den Titel Schleierwandler bekommen hast. Der Erfolg ist nun Legacy und nicht mehr erhältlich. Dafür gibt es einen neuen Erfolg mit genau denselben Voraussetzungen und am Ende gibt es das Mount Soval Soul Eater, einen dieser Drachen aus dem Schlund. Oh, what? Aber schon für Shadowlands, oder was? Das ist ja ein bisschen merkwürdig, warum machen sie denn was an Shadowlands? Junge, Rückkehr nach Cortia wird real als nächstes Addon. Scheiß auf TWW. Das ist ja geil, an die kann man sonst gar nicht ran. Ja, ein PvP-Mount, genau, ne? Irgend so ein Gladi-Mount gab's da, glaube ich, mit diesen Schlund-Todes-Schleier-Drachen. Interessant. Soval Soul Eater. Klingt aber auch gefährlich. Könnte rein von der Betonung der Anfangsbuchstaben auch ein Kandidat für Bauer sucht Frau sein. Der Schafshirte Soval Soul Eater oder so. Aber als Mount? Hm. Wie der Gladi-Drache ohne Rüstung. Geil. Den gönnen wir uns aber, Junge. Rusty, hallöchen. So, ich hatte ja in HC, wenn ich nicht irre, genau, im Gegensatz zu SOD, keine Addons. Oder so gut wie keine Addons.
Und deswegen müssen wir jetzt erstmal wieder ein bisschen klarkommen. Wir hatten, glaube ich, die Tigerjagd. Ja, da hatte ich sogar schon zwei. Die alten Schlingendorn-Tiger. Wir gehen mal in Geisterwolf. Dann hatten wir die Knochenhalskette. Die sind aber, glaube ich, bei so gut wie allen Trollen gedroppt. Finsteres Riff, ja, Elite. Scheiße, das war unter Wasser mit den Murlocs. Das war als Dudu noch zu bewerkstelligen. Weil da hatten wir natürlich Wassergestalt und so. Jetzt hätten wir auch Wasseratmung. Ich habe mir extra die Fischschuppen aufgehoben. Aber runtertauchen zu Elite-Murlocs, weiß nicht. Klingt jetzt irgendwie nicht so, als hätte ich da Bock drauf. Dann hätten wir hier Oger, Schläger und Hexendoktoren. Kopfjäger sind die Schrumpfköpfe von Trollen. Und Schattentatzen, solange die orange ist, da hätte ich mich normalerweise rangetraut. Aber da wir ja netterweise die Erfahrung schon gemacht haben mit unserem Blätterbernd in SOD und ich da komplett zerfetzt wurde von den Viechern, machen wir, glaube ich, erstmal was anderes. Das sind doch die Schläger hier, oder? Verteidigung von Gromgol. Das ist genau dieser Posten hier vor der Tür. Ja gut, dann scheißen wir maybe auf die Tiger und gucken mal, was die Oger so machen. Da müssen wir ein bisschen aufpassen wegen Spawn und so weiter. Wir gehen erstmal auf Nummer supersicher und stellen uns hier richtig was hin und gucken mal, supersicher, ein Tote mehr als gewohnt. Und gucken mal, was der Schläger so drauf hat. Ja, schau mal, der tankt gut was weg, ey. Also Oger hatten wir ja auch im Alterakt dabei. Die sind schon nicht ohne, die Freunde. Das Gute ist, auch unser neuer Schlägel ist ja ein Streitkolben. Und das bedeutet, den müssen wir nicht neu leveln. Na, das ging aber. Junge, das ging aber richtig gut. Kostet natürlich Mana wie Fick. Na? Int und Wille sind zwar vorhanden, aber so wie wir mit den Blitzschlägen und Totems hier rausseppern, ui, das ist natürlich nicht ganz ungefährlich für den Mana-Haushalt. Und hier ist so überhaupt gar nichts los. Wieso das nicht? War hier gerade ein anderer Spieler? Also es gibt noch Leute, die spielen HC. Und nicht mal nur diesen neuen Self-Found-Modus. Da werden, denke ich, die wenigsten rübergewechselt sein, die im normalen HC noch ihre Charles zu leveln hatten. Aber, ja, so viel dazu. Guck mal. Stanley X, Junge. Komplett hier Max-Level-Dude mit Epic Mount. Holy shit. Oh no, das machen wir gar nicht. Ah, da kommt er schön hinter diesem Baum vor, oder was? Verarsch mich nicht, Herr Hexendoktor. Leave me alone, damit fangen wir gar nicht an. Aber gucke, da ist schon der Nächste am Wuseln. Und auch meine Auktionen wurden verkauft für irgendwelche Green Items, so für Level 32 und so weiter. Zauberschutz stellt er hin. Aha, der fängt bestimmt einen Zauber ab. Aber das kann uns ja egal sein, wenn sie die erst stellen. Sobald die ran sind, dann caste ich ja eh meistens nicht mehr, ne? Dann ist sowieso egal. Der Text vom Mount ist auch ein Joke. Was I a good boy? The soul asked Zoval. No, I told you were the worst. Oh nein. Oh nein, das Hundememe. Na toll. Jetzt hasse ich den Kerkermeister noch mehr. Der arme Drache, Junge. Ja, war ich ein guter Junge? Nein. Ich habe ihnen gesagt, du wärst der Schlimmste von allen. Dö, dö, dö. Dö, dö, dö. Aber so wollen wir es natürlich im Schlund dann haben. Guck mal, da ist jetzt der Spawn oder ist da die Patrouille von gerade? Widerstehen, verfehlen, parieren. Ein volle Classic-Erlebnis gerade wieder. Ich muss mich ein bisschen konzentrieren gerade, um wieder gut reinzukommen, ne? Weil das, was ich gerade mache, das muss ich mir eigentlich direkt abtrainieren. Guck mal, wie wir in die Schnauze bekommen. Ja, nur weil wir gerade auf der positiven Erfahrung aufbauen wollten. Ah, ah, ah. In HC gibt es keine positiven Erfahrungen. Es gibt schlimme und weniger schlimme Momente. Aber sie alle dienen nur dazu, dich unvorsichtig werden zu lassen, damit du verreckst. Das ist, na, sofort zurückrudern, Totems stellen, Gegendauskundschaften. Bisschen Teemo-Style von League of Legends, ja. Den Speer-Kodex ehren. Und dann kann das hinhauen. Aber an sich war das ja trotzdem ein guter Moment. Denn wir haben gelernt, im Notfall können wir auch so einen Oger fighten. Hatten ja auch alles ready, noch Heiltränke und, ne? Gar kein Problem. Würde jetzt aber gern den Hexendoktor kriegen. Da steht da die Mistsau. Dann gönnen wir uns hier einmal den und einmal Steinhaut für die Sicherheit. Ich glaube aber, Steinhaut werde ich, wenn ich gleich ein bisschen besseres Feeling habe, dann werde ich Steinhaut, glaube ich, auch weglassen können. Aber gerade ist noch so ein bisschen, ja, gucke, da kommt eine Patrouille wieder. Das gibt es nicht. Gerade ist noch so ein bisschen, bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Das kann nicht sein. Da kommt jetzt wirklich die Patrouille an, ne?
Oh mein Gott. Nee, nee, nee. Totem resetten wir mal schön. Damit sie den Onkel hoffentlich jetzt nicht dazu pullt, aber macht es natürlich trotzdem. Frage ist, nehmen wir den so, wie er kommt? Guck mal. Jetzt haben wir den schön rausgepult mit Freizaubern und so weiter. Zack. Gehen wir jetzt hier ins Totem. Gehen wir jetzt in den Flammenschock. Sehr, sehr geil. Müssen jetzt nur aufpassen, dass uns keiner in den Rücken spawnt. Dann konnten wir das als kleine Mana-intensive Kite-Passage aber dennoch hinbekommen. Ja, doch, guck mal. Als Charmy, Junge. Wir kennen die Tricks. Wir kennen die Tricks. Ich glaube, grüne Hügel hatten wir noch nicht fertig gemacht. Ich glaube aber, mit der Stand-jetzt-HC-Population müssen wir da auch gar nicht groß drauf achten, weil ich will nicht wissen, was die Seiten im AHA kosten, wenn gerade nicht tausende Massen das Schlingendontal stürmen, ne? Ey, ey, ey. Murlocs tun niemandem was, die wollen nur spielen. Das ist schön, Daywalker, dann kannst du die Quest ja machen. Ich schau dann zu und fische deine Einzelteile aus dem Wasser, ja? Dann können wir da das große Daywalker-Puzzle verkaufen im Anschluss. Das ist eine solide Geschäftsidee. Ich will nicht unbedingt weiter in diese Ruine rein, wenn wir draußen schon patrouillierende Oger hatten. Bin mir nicht sicher, ob mir das gefällt, aber wir müssen natürlich so ein bisschen schauen, weil nur hier vorne auf den Respawn warten, da stehen sie zu dritt am Feuer, Junge. Das ist, glaube ich, auch nicht so gesund. Hier ist gar nichts. Gar nichts, gar nichts. Und da am Rand, da stehen noch welche. Ah, das ist halt auch kein schöner Fluchtweg, ne? Wir hatten hier ja auch Raptoren und so weiter. Da kann schon unangenehm sein. Aber erstmal gibt es wieder die Totem-Vorbereitung, Junge. Das originale Charmy-Feeling. Und verringerter körperlicher Schaden. 19 Punkte. Na gut. Ich glaube, das halten wir gerade so noch aus. Und dann geben wir uns halt noch ein Blitzschlagschild. Dann gibt der sie noch ein bisschen selber in die Fräse. Das ist auch okay. Totemschaden hatten wir ja erhöht. Crit-Chancen hatten wir erhöht. Zauberei generell voll unser Ding. Darum, solange der Onkel nicht dauerhaft pariert. Boah, aber 10 Stück brauchen wir. Das schon nicht ohne. Und ist auch jedes Mal ein kleiner Kackstift in der Hose, ne? Wenn der Gegner umfällt und das Totem seppt noch kurz weiter. Hat noch so einen kleinen Latenzhänger. Denke ich immer, da pullt gleich die nächsten drei dazu. Sehr ungesund hier als Charmy bei dieser Mobdichte. Da ist gleich noch einer. So, wir machen wieder das übliche Spiel. Scheint auch kein Krokilisk im Wasser zu lauern. Das ist sehr, sehr gut. Und die Hexendoktor-Patrouille, die haben wir schon unter Kontrolle bringen können. Ich hatte na kurz Angst, dass genau das passiert. Scheiße. Oh nein. Der geht 1 Millimeter um die Ecke, Bruder. 1 Millimeter geht der um die Ecke. Und dann so ein Ding. Dann stellen wir mal noch Steinklaue für die Sicherheit. Und dann bringt der echt einen Kumpel mit, ne? Ich kack mir in die Hose, diese Oger. Aber das ist sehr, sehr gut, weil wir bekommen sofort wieder HC-Feeling, ja? Ich komme gar nicht in die Versuchung zu sagen, wir können hier unvorsichtig reinpimmeln, Junge. Das ist ja unfassbar. Hab gehört, beim Schaman zählt in HC die Reinkarnation. Probier's doch mal aus. Die Fragen sind tatsächlich nach den ersten Wochen Dauerfeuer schnell abgestorben, ne? Wo dann Leute reinkamen, was ist ein HC? Ja, wenn du stirbst, bist du raus. Und dann wollten die direkt schummeln, ne? Haben gesagt, was mit Seelenstein? Darfst du nicht. Tod ist tot. Was ist denn mit Ankh beim Charmy? Nein, Tod ist tot. Ja, aber du kannst doch gerettet werden. Bam, Backstein in die Fresse. Da war der Anfang. Aber, Junge, die Leute hatten sofort Bock zu betrügen, ne? Hatten keinen Bock auf die Challenge, aber wollten wissen, wenn ich dazu gezwungen werde. Wie kann ich die umgehen? Heiliger. Schauen, hi. Kommst du manchmal durcheinander bei den Versionen? Selten, tatsächlich. Selten, weil ich ja glücklicherweise auch überall eine andere Klasse spiele. Ja, deswegen ist es manchmal, gerade jetzt nach einer HC-Pause und dem exzessiven SOD-Spielen, ein bisschen tricky wieder reinzukommen in dieses bloß keine Fehler machen, weil in SOD war es scheißegal. Ja, da habe ich auch mal einen Elite-Mob-Solo gefightet, weil ich es mal probieren wollte. So, da geht es dann aber mehr um den Challenge-Aspekt, den ich dann von der WoW-Version noch halbwegs getrennt bekomme. Wenn ich jetzt allerdings überall ein Dudu spielen würde und am besten noch parallel in denselben Gebieten queste oder so, dann würde das, glaube ich, sehr schnell sehr anders aussehen. Aber bisher bin ich echt gut klargekommen immer. Ich hoffe, das bleibt so, aber es ist ein schmaler Grat, ja. Da hast du recht. Weiterer Vorteil, da spawnt direkt einer neben uns, oh Gott. Ein weiterer Vorteil ist natürlich, dass ich auch meistens nicht so mega aktiv spiele, ne? Sondern, dass ich ja dann jetzt zweimal die Woche HC, ansonsten Full Retail, ja, VTK seinerzeit, vor allem für ein paar Aufnahmen.
Und durch dieses Segmentierte, also das hilft auch ein bisschen, bilde ich mir ein. Und der geht gleich wieder auf Patrouille. Hör mal, Kollege. Kommen Sie mal rüber wieder. Wie pull ich den denn? Scheiße, der bringt da auch Freunde mit, oder? Ah, das ist nicht cool. Aber wenn der patrouilliert, dann müssen wir den eigentlich so holen. Und hoffen, dass das gut geht. Ey, Zauberschutz, den knallen wir gleich kaputt. Und du darfst jetzt nur keine Freunde mitbringen, Onkel. Das wäre eigentlich wichtig. Dann knüppeln wir dich so zusammen. Weil Hexendoktoren, ja, die casten ja auch rum. Die dürften nicht ganz so viel aushalten hier. Rüstungstechnisch und so weiter. Wie die Schläger, jawohl. Die sind nur dazu da, um geschlagen zu werden. Na, geht doch aber voran, Junge. Die Oger wollen aber meinen Tod, ne? Man merkt das. Die haben schon Bock, so einen kleinen Erdhuf mal wegzusnacken. Das erlauben wir denen aber nicht. Nicht, solange ich was dagegen tun kann. Und bei dir müssen wir auch wieder ein bisschen mehr vorbereiten. Du bist nämlich einer der besagten Schläger. Das können wir hier nicht besonders gut leiden. Ja, oh, der ist schön weit weg, Junge. Das werden 3 Blitzschläge. Aha, widerstehen. Scheiße. Na gut, Flammenschock mit rein. Bisschen Backpedaln. Und von mir aus noch ein Blitzschlagschild. Sehr schön. Meine Frage, kommt jetzt Mittwoch noch Content in Retail oder nur das Battle Royale Zeug? Also es hörte sich so an, als wäre es nur das Battle Royale Zeug, was ja mit einer Menge Belohnungen und so weiter einhergeht. Ich hätte auch gedacht, dass sie vielleicht noch so ein paar kleine Kampagnen anteasern, dass man nochmal Furion im Urlaub besucht oder so. Und das kann, glaube ich, auch immer noch sein, aber wirkt jetzt nicht besonders wahrscheinlich, ne? Habe ich nirgendwo irgendwas von gelesen, alles war jetzt nur dieses Event und dann sicherlich demnächst so ein paar Ausblicke auf Season 4, ne? Kein Ank, kein Retz, naja, spart Kohle. In Classic war alles so teuer, absolut. Beim Lehrer muss ich immer aufpassen, dass ich nicht blindlings durchhämmere, ja, und dann hier wiederbeleben und Anken und so mit reinnehme. Da kann man schön sparen. Auf Lu runterreinigen, können wir das schon? Lass mal sehen, ich habe Krankheit heilen, ich habe Vergiftung heilen. Hatte ich ein Antifluch-Totem? Da könntest du recht haben. Mana-Quelle? Nee, Giftreinigung. Junge, ich habe alles, nur nichts gegen Flüche, ne? Ach du Scheiße. Ja, das ist wie wenn du eine kleine Wunde hast und hast 700 verschiedene Pflaster, sogar die mit Bärchen drauf und welche für Brandwunden, aber keine, die an dieser Stelle am Finger passt, weißt du? Nee, keine Pflaster ist am Passen, fürchterlich, aber den Onkel holen wir uns auch gleich mal rüber. Noch steht Steinhaut ein bisschen. Oh, guck mal, wie geil der frisst, Junge. Oh, ich bin gespannt, wenn wir die Tiger jagen, was die aushalten oder auch nicht. Aber dein Zauberschutz, den kannst du gleich mit nach Hause nehmen hier. Den will doch keiner sehen. Zeit zwischen den Angriffen um 54% erhöht. Gut, dass wir den getötet haben. Was für eine Drecksau. Stell dir vor, es gäbe noch eine rundenbasierte Version aller Final Fantasy. Ey, ich bin ja großer Fan von rundenbasierten Games, ne? Am Wochenende kommt der gute Tool wieder zu Besuch abends. Und da werden wir schön auf der PS2 Herr der Ringe das dritte Zeitalter weiterspielen. Da sind wir gerade in Osgiliath. Und da kickt es immer so richtig, ne? Dann brauche ich danach eigentlich sofort ein neues Pokémon, so. Das ist ganz fürchterlich. Manchmal kickt so die Sehnsucht nach den Games, die man auch ganz am Anfang kennengelernt hatte. Und das waren eben meistens bei mir Echtzeitstrategie. Und das war so rundenbasiert. Beides in den letzten Jahren ein bisschen abgefallen in meinen Augen. Gerade gegen modernere Games wie MOBAs und Battle Royals. Aber sobald ich die mal wieder in Händen halte, ne, schreie ich eigentlich direkt mehr. Mehr, Junge. Ist Hardcore wieder da? Es war ja so gesehen nie weg. Ne? Für mich war es jetzt pausiert, weil SOD interessanter war. Da habe ich jetzt aber alles geschafft, was ich schaffen wollte. Dann gab es ja jetzt ganz neu diesen Self-Found-Modus, wo du dann ganz auf dich allein gestellt bist, nicht handeln darfst und so weiter. Aber das sind jetzt Modi, die nicht die breite Masse hinterm Stein vorlocken, ne? Insofern ist da jetzt nicht irgendwie HC, SOD, TBC oder so rausgekommen. Aber viele haben jetzt auch in SOD Season 2, wenn sie nicht den 10. Twink leveln wollen, erstmal so ein bisschen geschafft, was sie schaffen wollten. Und darum ist auch HC wieder eine Option, sage ich mal, ja. Ich habe ein bisschen Schiss, dass hier jetzt noch ein Hexendoktor kommt. Aber wir brauchen Schläger, Leute. Es nützt ja nichts. Wir brauchen Schläger. Und ich finde unseren Mana-Rack auch wirklich sehr nett bisher. Also selbst wenn ich hier jetzt noch ein Blitzschlagschild mit reindrücke und wir so Richtung Hälfte des Manas gehen für einen Mob, dann racken wir auch ganz gut gegen, finde ich. Guck mal hier, zack. Und der fällt jetzt um. Und wenn wir jetzt das Mana im Auge behalten, Willenskraft, da haben wir ja auch gut dabei hier, ne?
Da oben, 8 Willenskraft, Junge. Die bringen's einfach. Guck mal, wie schnell wir raggen. Alter, das ist ja wie so eine Flugzeugturbine, wenn die einmal an ist. Wumm, geht das nach oben. Hisoka, mit dem frischen Prime. Vielen lieben Dank. Okay, wir haben da drin tatsächlich einen patrouillierenden Hexendoktor. Kriege ich den gesniped? Boah, ich weiß es nicht, aber ich muss es eigentlich probieren, ne? Wehe, du bringst noch wen mit. Kann natürlich sein, dass hier links und rechts jetzt 2 Schläger stehen. Dann habe ich ein Problemchen, aber wer nicht wagt, der sich nicht einscheißt. Okay, wir haben Glück. Ich habe beides gemacht. Sowohl das Wagnis eingegangen, als auch in die Hose gebrettert. Wunderbar. Die Waschmaschinenindustrie, die finanziert sich nicht von allein, liebe Leute. Vielleicht sind die Piraten ja korrumpiert und wurden von Xala geschickt. Wäre immerhin etwas. Ja, das waren ja tatsächlich die ersten Theorien, ne? Auch mit Hinblick auf Nachtsturm und Co. Da haben wir in den letzten Podcast-Folgen ja nochmal ein bisschen was zusammengefasst, was die WoW-Piraten-Lore so herzugeben hat. Aber davon schien jetzt nicht wirklich irgendwas drin zu sein, ne? Keine Kampagne, keine Vyranos, keine Aussicht auf, was weiß ich, Iridikons Pläne, Gastauftritt von Xala im Battle Royale, weiß ich nicht, ob das für sie relevant ist, ne? Aber wäre natürlich witzig, also möglich ist das immer. Wir fragen in 5 Jahren wieder, wenn jedes Add-on seinen Standalone-Server hat und dein Command, das sind meine 4650 Chars auf den 46 Versionen von WoW auf folgenden Servern. Oh ja. Und dann die Gilden noch mit dazu, ne? Junge. Da gibt's dann ganz eigene Studiengänge an Elite-Unis, wo man nur lernt, wo all unsere Community-Gilden sind. Da ist das dann so ein Runterrattern bei der Prüfung am Ende einfach. Zack, zack, Junge. Wo war nochmal Crafts Biny? Und wo ist Crafts Army? Wo sind wir gildenlos? Und. Ich brauche nur noch Schläger. Ist das einer? Das ist ein Hexendoktor. Das ist so typisch, Mann. Ich glaube, wenn mich demnächst wer fragt, was ist denn eigentlich WoW, dann zeige ich ihm diesen Clip. Dann sage ich hier, du brauchst nur noch Schläger und in diesem Moment gibt es nur noch Hexendoktoren. Das ist irgend so ein biologisches Phänomen bei Mobs in WoW. Aber gut, ich sage, auch Hexendoktoren bringen EP und so wie der da rumpatrouilliert, können wir den eh nicht laufen lassen. Sonst fällt er uns gleich bei den Schlägern schlagend in den Rücken. Oder dann klingt das wie so ein Poetry Slam, da distanzieren wir uns lieber. Zauberschutz, weg mit dem. Hopp, jawollo. Und das läuft aber dennoch besser als erwartet. Also Ogre, wie gesagt, im SOD, im Alterakt, da habe ich so auf die Fresse bekommen von den Viechern. Da habe ich heute noch Kopfschmerzen, ja, von den Krachern auf dem Kopf. Aber hier sind sie gerade noch ganz nett. Ich schätze aber, das ist auch nur der Anfang. So ein bisschen ranfüttern, weißt du? Ogre-Einstiegsdroge. Ich möchte das nicht. Neue News zum Event aus einem Interview. Da sind 2 Belohnungen exklusiv für die Gewinner vom Match. Oh, ein Wappenrock und ein Eyepatch, eine Augenklappe. Ich meine, auf der einen Seite, okay, cool, wenn du gewinnst, kriegst du irgendwie mehr, aber dass es da exklusive Belohnungen gibt bei einem 60-Mann-PvP-Event, das tut mir als Sammler natürlich weh, ne? Auf der anderen Seite sage ich, cool, dass es so ein paar Elemente gibt, die sich noch abheben. Dann sage ich aber auf der anderen wieder, hey, eigentlich wollten sie 4 auf Missing Out und solche Special-Sachen bekämpfen, siehe Handelsposten und Co. Jetzt ist sogar das Event zeitlich limitiert. Ich weiß noch nicht, wohin mit mir, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß noch nicht, wie ich das finden soll, aber vielleicht lacke ich ja rein in meine ersten Runden und alle D10 und ich habe das nach 10 Minuten fertig. Dann ist mir egal, dann finde ich es geil. Aber ich glaube, das wird nicht passieren. Ja, finde ich schwierig. Also gerade vor ihrer aktuellen Moral, die sie so vertreten wollen. Ja, mit weniger Spezielles und Zugänglichkeit für alle. Und dann bringen sie so ein Ding. Ich hätte es besser gefunden, wenn halt jede Runde Ruf bringt für diese Ruhmstufen. Ne? Wir werden bei diesem Retail Battle Royale Piraten Event werden wir wieder Ruhmstufen haben und die sind verbunden mit den Belohnungen. Und da kannst du halt in jeder Runde, egal ob du gewinnst oder verlierst, quasi EP bekommen und das freischalten. Ja, und da hätte man es vielleicht machen können als Kompromiss. Die oberen Plätze schalten halt schneller was frei. Und die, die verlieren, ja, die sind halt langsamer. Das wäre in meinen Augen eine bessere Lösung, als da Exklusivbelohnungen reinzuhauen, aber ja, auf der anderen Seite tun die 2 Sachen jetzt vielleicht auch nicht so weh. Ja.
wenn man sieht, was es sonst für viele Belohnungen gibt. Piraten, Pepe und die Rüstung und ein Mount und. Hilft dir aber auch nicht, wenn du jetzt Sammler bist. Dann hast du dich schon schwer genug damit getan, überhaupt bei einem PvP-Event reinzuqueuen. Da kriegen viele das kalte Kotzen. Nur mal so als kleines Hin und Her gerade, ne? Kleines Gedankenexperiment von dem, was da gleich in meinem Schädel rumschwirrt. Ist schwierig. Ist schwierig. Ich glaube, worauf wir uns einigen können, ist, dass wir jetzt nicht ins Forum gucken sollten. Das ist die eine Konstante, auf die sich alle dann einigen können. Ah, ich find's schwierig gerade. Ich find's schwierig. Moin, habe ich Battle Royale gehört. Also wieder ein Event zum Zuschauen. Mitmachen werde ich nicht, weil sowas mit einer Hand kaum spielbar sein wird. Ja, das bleibt tatsächlich abzuwarten, würde ich sagen, weil du wirst ja ganz eigene Fähigkeiten und so weiter bekommen. Na, am Anfang wird eh niemand klarkommen auf irgendwas. Es wird bestimmt auch in den ersten Tagen eine lägende Shitshow. Also vielleicht hast du da einen Vorteil, weil du dann, ja, vielleicht dran gewöhnt bist an ein härteres Grundsetting, weißt du, wie ich meine? Siva, da wirst du dann glänzen. Du wirst der Anführer sein unter den wild umherlegenden. Let's go. Ja, ich glaube, da solltest du die Flinte nicht direkt ins Korn werfen. Genau wie Chloa sagt, du machst da auch im Plus. Du gehst da auch raiden. Da kann es natürlich sein, dass gerade bei dem Gewusel mit 60 Spielern das dein persönlicher Endgegner wird, aber vielleicht bist du auch der gesegnete Heiland, der vorbeikommt, ja. Man darf gespannt sein. Ich mag ja FOMO, also wer das vielleicht nicht kennt, so diesen Schlagbegriff FOMO, Fear of Missing Out, ja, dass du quasi wie jetzt etwas auch damit promovierst, dass es nur in einer gewissen Zeit erhältlich ist, ja. Und dadurch Leute dann kommen, das unbedingt haben wollen, es danach nicht mehr erhältlich ist und ja, die Angst, das alles zu verpassen, na, das ist diese Fear of Missing Out und die wird, denke ich, zu Recht auch im modernen Gaming-Wesen häufig diskutiert und glücklicherweise auch oft außen vor gelassen. Na, das ist diese FOMO, Angst, sowas zu verpassen. Die gibt mir, wenn Belohnungen gut sind, die Motivation, aber Battle Royale ist einfach nicht meins. Das ist ein guter Punkt, ja, dass das Motivation gibt. Was braucht ihr? Aber auch da sage ich, vielleicht wäre es doch besser, andere Wege der Motivation zu finden, ne? Kommt immer auch auf die Umsetzung an oder auf das Ausmaß, ja, auf die Wichtigkeit, mit der sie vielleicht verbunden wird. Da kann man ein bisschen differenzieren, da gebe ich dir recht. Ihr habt dem Kriegssäubling ehrenhaft gedient, Junge, mit dem Rundschild von Gromgol. Zum Sieg. Aber in HC haben wir nichts, ne? Keine EP-Buffs oder so, ja, wo wir von verschiedenen WoW-Versionen und Durcheinanderkommen gesprochen haben, aber hier gibt es ja nichts, Junge. Ja nichts. Plunderstorm, genau. 60 Spieler Battle Royale, jeder gegen jeden. Piraten-Setting, neue Fähigkeiten. Der Gewinner bekommt alles, der Verlierer nichts. Nee, so schlimm ist es dann doch nicht. Gibt ein sehr schönes Deep Dive Video, ne? Es gibt zwei Videos, die WoW-Accounts hochgeladen haben. Beide kann ich sehr empfehlen. Und ist im Grunde WoW Fortnite, ja. WoW Fortnite ist endlich Realität oder so. Okay, die Tigerjagd. Alte Tiger. Nicht nur sind die alten Schlingendorn-Tiger am schwierigsten zu finden, sie sind auch am schwierigsten zu besiegen. Perfekt. Jetzt könnte man ja meinen, dass ich durch unsere Levelei auf Level 40 in SOD mir genau gemerkt habe, wo hier wer und was ist. Aber nein, ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt hinlaufe. Aber ich glaube, die alten Tiger waren auch in der Nähe von Sindal, dem Endmob dieser Quest. Und das war relativ weit südlich. Glaube ich, hier unter der Ruine, also südlich im Rahmen von Nasingvery und seinem Gequeste und Getue, ne? Ab Wochenende dann Mancha-Skins in Fortnite. So sieht's nämlich aus. Bin gespannt, was das wird. Denke, das wird ganz witzig. Im Zweifel zwar ein kleiner Braindead-Farm für die nächsten Nächte. Aber definitiv nicht das, was ich erwartet habe. Auch nicht das, was ich gewollt habe. Aber das, was wir nun bekommen. Mit einigen berechtigten Kritikpunkten. Aber erstmal freue ich mich drauf. Ja, New Stuff in Retail, Junge. Piratenpepe, let's go, do it for him. Tu es für Piratenpepe. Ist der kleine Vogel mit den verschiedenen Kostümen, ne? Der Pepe, Junge. So, hier sind die Ruinen. Hier ist das Schlingendorntal. Hier dürften auch keine Schattentatzenpanther sein.
Und das bedeutet, hier darf ich mich umsehen. Alter Schlingendorn-Tiger, ja moin. Alter Falter, sehr gut. Wir haben jetzt leider unsere Priester-Buffs verloren. Aber ich glaube, der Tiger ist auch nicht so gefährlich wie die Oger. Mal gucken, ob ich damit richtig liege. Oh. Oh, der hält aus. Oh, der hält aus. Und Tiger greifen auch schrecklich schnell an, ne? Das ist nicht gut. Okay, bedeutet, Totems müssen wir auf jeden Fall vorherstellen. Aber Schaden bekommt er gut in die Fresse. Das mögen wir. Ich finde FOMO gut, solange ich das Zeug alles haben kann und die anderen es nicht mehr kriegen. Ja, das kann ich auf jeden Fall auch nachfühlen. Ja, dann ist okay. Nur wenn man am anderen Ende der Nahrungskette ist, dann wird's kompliziert. Du, oh, gefährliche Zeiten. Ich glaube, Blitzschlagschild kommt auch sehr, sehr gut bei denen. Müssen wir aufpassen, weil Sindal schleicht hier unten auch mit rum. Und ich glaube, den will ich alleine lieber nicht vor der Nase haben. Wir gucken mal, wie lange es dauert, wenn ich jetzt ohne Trinken gegenragge. Weil gerade hat sich Mana Rag sehr, sehr gut angefühlt. Na gut, vielleicht bin ich auch zu pessimistisch. Vielleicht sollte ich mir das einfach mal anschauen. Ich meine, Raiden oder M+, wie Chloa sagt, renne ich ja auch. Ich kenne da einen Panzertauren. Alter, ich dachte, das ist Sindal. Junge, wieso spawnen die jetzt hier? Was ist denn jetzt kaputt? Eieiei, der Jumpscare. Ich wollte nur Mana raggen. Bruder, mach doch nicht diesen, aber Frostschock regelt. Okay, Frostschock regelt. Sehr, sehr gut. Butz gleich noch einen. Und wenn die jetzt hier spawnen, dann verpissen wir uns aber noch mal ein Stück nach hinten. Da geht's schon weiter. Oh nein, wir sind gefangen. Scheiße. Oh, das hätte ich for real nicht gedacht, dass die mich jetzt spawntechnisch einkesseln. Ich dachte, die fangen erst hier vorne an. Okay, ja, good to know. Lieber jetzt rausgefunden, als wenn wir schon wegrennen, ne? Valerides mit dem 8. Dankeschön. Pessimistisch mal anschauen. Ja, Raiden und M+, genau. Ich kenne da einen Panzertauren. Ich glaube, Blutäuter heißt der. An den hänge ich mich dann dran. Da kannst du probieren, aber ist ja 60 gegen 60, ne? Das heißt, könnte passieren, dass Blutäuter sich umdreht und ihren Todesgriff verpasst. Das ist die Falle. Ja? Man darf keinem vertrauen. Nicht mal sich selber. Da wird es erst richtig gefährlich. Ja? Tja, hi. Ja, ich verstehe dich. Aber wie oben geschrieben, störe ich mich dran, dass sie es als 10.2.6 stillschweigend gepostet hatten und sich nun wundern, dass die Leute sich stören, dass es null mit dem Addon zu tun hat. Das, was da selbstverständlich nebenher läuft. Ja, das ist natürlich auch alles nicht so gut gelaufen mit diesem Stillschweigen bewahren, wie man es vielleicht im Vorfeld gedacht hätte, sei es aus Sicht der Spieler oder aus Sicht von Blizzard. Aber auch da sehe ich wieder ein bisschen Verantwortung bei den Spielern. Ne? Ich glaube, so gut wie jeder von uns hat es auch verlernt, sich dann einfach drauf zu freuen und zu warten. Jeder hat sich wieder hochgehypt ohne Ende. Jeder hatte durch diese stillschweigende Erwartungshaltung, als wäre es irgendwie das neue Addon, das jetzt released wird, ne? Das kocht da auch immer noch mit rein. Ja, das war für alle eben auch höchst experimentell, ne? Und ist nicht in allen Bereichen so gelaufen, wie man es vielleicht im Vorfeld erwartet hätte. Da kann man jetzt nur hoffen, dass wenigstens der technische Teil so läuft, wie es alle hoffen. Aber vor allem war es, glaube ich, eine Geschichte, aus der man auch für die nächsten Aktionen dieser Art sehr viel lernen konnte. Was uns jetzt nicht wirklich viel hilft, ne? Aber fürs nächste Mal sind dann alle vorbereitet. Da werden wir uns an diesen Moment erinnern und wissen, ah ja, diese Sache ist uns bekannt. Oh, die Tiger fallen aber gut um, Junge. Wir kommen gut voran bei der ersten Quest. Das finde ich schön. Bei 60 Leuten freue ich mich jetzt schon auf die Lag-Party. Lief ja in der Vergangenheit schon gut, ne? Hearthstone-Event und so. Ah, es wird eine nice Nummer. Zu den Ruhmstufen haben sie auch was gesagt, wie die zu erhalten sein werden. Alle anderen Belohnungen sind für alle über Ruhm verfügbar. Jede Ruhmstufe gibt es ab 2500 Beute, wobei die meisten Matches etwa 500 bringen. Jedes Match sollte 5 bis 8 Minuten dauern und die Spieler können eine Quest pro Match abschließen, ohne wöchentliches Limit. Ey, da habe ich doch meinen Braindead Farm. Da wird wieder schön wie so ein Zombie morgens um 3 hier gehangen. Oh, Piratenbeute, ja, Gollum, Gollum. Ich freue mich drauf. Wer bist du? Du bist ein alter Schlingendorn-Tiger. Kein Sünder. Junge, diese Spur der Verwüstung, die ich einfach hinter mir herziehe. Ausgezeichnet. Na, wir gehen mal gleich zurück. Big Grit, Junge. 415, 112 im Nahkampf. Freizaubern. Junge, wie haben wir den denn zerrissen? Oh mein Gott. Das darf gern so weitergehen. Dann machen wir auch gleich Piraten-PvP hier, Junge.
Imagine, du bist so hardcore, dass du dich in WoW HC in einen 60er Battle Royale Modus wirfst. Junge, da hast du aber entweder den Schuss nicht gehört oder bist immer der, der die Knarre hält, ne? Da gibt es auch keinen Mittelweg. Ich habe immer noch Angst vor Sindal. Aber glaube, wir ballern trotzdem mal den Kollegen noch eine rein. Dann sind wir nämlich fertig. Und wenn wir fertig sind, kann ich weggehen. Dann muss ich auch keine Angst mehr haben. Der Fresshain mit dem 7. Monat. Vielen lieben Dank. So, 10 von 10. Geil. Ja, war eine 10 von 10 Quest, Junge. Sehr angenehm gewesen. Top-Ebayer gerne wieder, sagen wir. Schön. Das größte Problem, das Blizzard mit FOMO hat, ist, glaube ich, dass sie irgendwann die ganzen einzigartigen Sachen rausgenommen haben, aber keine neuen hinzugefügt haben, welche neue Spieler verdienen können. Da ist das auch aufgrund der Masse des alten Contents, ne, und dessen, was so rausgeflogen ist, über die Jahre in so ein Ungleichgewicht auch geraten. Das stimmt wohl. Ja, auch da haben sie noch nicht so den goldenen Mittelweg gefunden, ne? Kann man sich auch streiten, ob jetzt Twitch-Drops und Co. der goldene Mittelweg für alle sind. Aber sie sind dran. Ich finde, sie experimentieren da überall. Und sicherlich nicht immer in genau den Wegen, wo man selber sagt, jo, das ist es. Und ich glaube, wo sie selber auch nicht immer sagen, jo, das ist es. Aber dass diese Experimente stattfinden, das finde ich auf jeden Fall erstmal gut. Junge, spring doch nicht so ins Bild. Alter, die Mini-Herzinfarkte hier. Ich denke, was verfolgt mich jetzt für ein Elite-Reiter? Habe ich eine Patrouille vergessen? Nein, da ist es der Glatzköpfige, der vorbeigesprungen kommt. Na gut, auf zu Nessingvary. Mal gucken. Da ist er, ja. Und das ist die grüne Hügel-Quest, nicht wahr? Die brauchen wir, denke ich, nicht machen. Und du verpiss dich jetzt mal, ja. Hallo. Danke für den Besuch. Schönen Tag auch. Wir sollen Sindal töten. Stärke, Beweglichkeit brauchen wir leider nicht. Aber Sindal ist nicht Elite, oder was? Beherrschen der Tigerjagd. Der ist nicht Elite. Boah, ich habe aber trotzdem Schiss vor dem, ne? Die Tigerin aufzuspüren. Ist sogar ein Mädchen. Okay. Ein Mädchen. Na gut. Dann probieren wir den vielleicht. Der Panther war Elite, ne? Da haben wir eine Gruppe gesucht. Aber Sindal hatten wir nur das Problem, dass da 20 Leute gekämpft haben. Darum hatten wir eine Gruppe. Ja. Hallo, Loremeister Kraft. Ja, moin. Hab gerade das Buch zu den Drachenkriegen gelesen. Wo befindet sich eigentlich Aggengrund? Hab ihr nichts gefunden oder kommt das erst mit der neuen Erweiterung ins Spiel? Aggengrund sagt mir gerade auf jeden Fall auch nichts. Vielleicht hast du meine Podcast-Zusammenfassung noch nicht gehört. Da haben wir über die wichtigsten Themen und Thesen und auch Theorien das Buch betreffend gesprochen. Und da gab es auch einige Versuche direkt auf Twitter, die alten Zonennamen in vermutlich Nordend der uns bekannten Nordend-Karte zuzuordnen. Ja, dass der Hort von Iredikon höchstwahrscheinlich unter der jetzt Eiskron-Zitadelle ist und was jetzt die Brutlande sind und so weiter und so fort. Also da haben wir versucht, das ein bisschen auseinander zu klamüsern, aber höchstwahrscheinlich wird das erst, und da bin ich ganz bei dir, dann mit dem weiteren Verlauf und oder sogar erst dem Ende der World Soul Saga wichtig werden. Aber da gab es Theorien und Versuche und ist schon ein bisschen her, deswegen kann ich dir das aus dem Kopf jetzt nicht mehr 1:1 rekonstruieren, aber beim Loreload haben wir eine Folge, wo ich das mal aufgegriffen habe, war glaube ich auch einfach Buchzusammenfassung Krieg der Schuppengeborenen. Wer da Bock hat, kann sich da nochmal in Gänze alles reinlöten. Generell, er war von Iridikron sogar. Ja, da wurde vermutet unter der Eiskronen-Zitadelle. Und das ist natürlich auch in mehrerlei Hinsicht spannend. Ja. Den Rest habe ich jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm. Ich muss meine eigenen Folgen häufiger hören. Aber du bist auf dem richtigen Weg, ja. Du machst dir da, denke ich, die richtigen Gedanken. Great, Hallöchen, Dankeschön für die Abos nochmal. Great hat gestern einfach mitten in der Nacht 5 Geschenkabos rausgeböllert. Das ist Ehre, sage ich. Okay, da geht's zum Basislager. Ich bin schon zu weit gehoppelt jetzt, ne? Ich war so in Gedanken bei Iridikron. Bruder, wir mussten hier vorne links schon irgendwo rein. Zu Sindal, der alten Kackbratze. Der ist jetzt auch nach Nordend geflohen, weißt du? Dem habe ich das jetzt schön auf die Lippen gelegt. Der musste nur noch schreien, ich bin ein Tiger, holt mich hier raus. Oh. Was machst du denn? Was macht der denn? Kommst du hier hoch? Was ist da denn los, Junge? What the fuck? Was soll das denn? Ey, ich will hier Tiger jagen. Und auf einmal kriege ich Murlocs in die Fresse oder was? Ich glaub's ja wohl. Dann bist du schon ein alter Tiger.
Und wir sind, sogar von da vorne runter, ne? Ja, dann machen wir das auch nochmal. Vielleicht haben wir Glück und der Weg ist noch frei. Vielleicht haben wir sogar so viel Glück, dass wir A, die Murlocs vermeiden können. Und B, in Sindals Patrouille jetzt sogar reinlaufen. Das wär's natürlich. Bei meiner trockenen Kopfhaut war ich auch ein Schuppengeborener. Junge. Pegga finden war dann auch in Iridikrons altem Hort, ne? Als so ein Gesichtsloser mit so einer Schuppenkruste. Ah, Bruder. Ich verzichte auf dieses Modell. Eigentlich war der da oben. Ich glaube, wir kämpfen uns durch. Ganz ehrlich, ich glaube, wir kämpfen uns durch. Gar kein Bock, dass wir dann gleich irgendwie einen epischen Fight mit Sindal haben. Und dann fallen mir zwei Schlingdorn-Tiger in den Rücken, Mann. Gar kein Bock. Wupp, weil das ist ja dann ihr Alpha-Weibchen. Da werden die schon Bock haben, das zu beschützen, damit das immer schön Kollega-Tracks droppen kann. Das gefällt den Tigern. Das ist der Weg. Ganz genau. Ich frage mich, welches Kiddy da gerade in der Content-Abteilung sein Praktikum macht. Blizzard versucht irgendwie krampfhaft Features von anderen erfolgreichen Spielern zu kopieren. Spielen. Fail. Meinst du Fail? Letztendlich ist das Blizzard-Konzept schlechthin, ne? Also egal, ob wir uns Haustierkämpfe ansehen oder Drachenfliegen, was ja von Guild Wars 2 zum Beispiel inspiriert wurde. Also das Blizzard, das ich kenne und schätze, war in der Vergangenheit selten gut darin, das Rad neu zu erfinden, sondern hat sich meistens erfolgreich laufende Konzepte genommen und denen eigenen Stempel aufgedrückt. Und das dann ausreichend mit diesem Stempel verzerrt oder über diesen Stempel neu definiert, sodass ich es dann zumindest geiler fand als die Grundversion, derer sie sich bedienten. Darum ist das für mich eigentlich der Blizzard-Move schlechthin, was sie da gemacht haben. Aber deswegen kann es einem natürlich dennoch missfallen, ja. Absolut. So, guck mal, hier geht schon los mit dem Spawn. Hier müssen wir langsam aufpassen bei den Tigerleinen. Eieiei. So. Sehr, sehr gut. Und dann haben wir noch ein schönes Zaubern, ohne unterbrochen zu werden. Frostschock mit rein. Und dann musst du jetzt umfallen. Nicht, dass gleich die nächsten kommen. Like this, jawohl. Eine Welle der Heilung. Und der süße Nektar. Ja, der süßeste von allen. Geil. Aber wie war das mit No Pirates? Ja, lustigerweise hat Mike Ibarra, dem wir damals ja auch eine extra Podcast-Folge gewidmet haben wegen dieser Ansage, der alte Obertroll, sogar nochmal getweetet, ja, hat er sich wohl geirrt. In seiner Schatzkiste war aber ein Code für ein Jahr gratis WoW, den hat er dann rausgehauen und dann waren alle wieder besänftigt, ne. Der weiß auch, wie man diese Spiele zu spielen hat. Dova, hi. Okay. Alter Schlingendorn-Tiger. Dann gucken wir mal, wie es bei dir aussieht. Aber Diablo? Ja, Diablo bin ich zu wenig drin. Da kann ich dir jetzt nicht sagen, ob da vorher irgendein altes RuneScape oder whatever vielleicht eine Vorlage war. Und sicherlich, also wird das nicht zu 100% auf alles und jeden irgendwie umzumünzen sein, ne? Das wollte ich damit auch nicht sagen. Sorry, wenn das so rüberkam. Das ist natürlich nicht zu 100% die Kernessenz ihres Blizzard-Daseins. Aber ich denke, wenn man sich die Games und die Entwicklungen ansieht, ohne jetzt auch tiefer zu graben oder ja den Punkt schlechthin zu suchen, dann ist es schon sehr auffällig, was ich gerade meinte. Aber sicherlich nicht immer und überall. Nee, das wäre in der Tat ein Trugschluss. Da hast du vermutlich recht. Da ist er. Sindal, 37. Haben wir hier irgendwas an dem Hügel, was mir gefährlich werden kann? Es sieht gerade nicht so aus. Dann stellen wir Heilender Fluss. Dann stellen wir Steinhaut. Dann stellen wir Feuer. Und dann gucken wir mal, was da oben so geht. Hä? Sindal, ich hoffe, der hat keine Ads dabei. Ja, schön die Blitze rein. Sieht gut aus, sieht gut aus. Und da ist er. Wow, das hat aber geknallt. Wow, die Kritz, Bruder. Oh mein Gott, das arme Kätzchen. Das war doch nicht so der epische Fight. Junge, den haben wir ja einfach niedergekrittet. Ach du Scheiße. Bro, holy fuck. Aber da würde ich gern mal einer wirklich ausführlichen Diskussion lauschen, wo sich Leute dann richtig welche anlegen. Ja, zwei so Nerds. Der eine, die extreme Blizzard macht alles selber Seite und der andere, Blizzard kopiert alles Seite. Und wenn dann der eine mit Diablo kommt, kommt dort der andere mit Hotz oder so, ne? Kommt dann mit Hearthstone um die Ecke, diversen WoW-Features und, und. Also, da habe ich selber, weil es mich auch nicht weiter interessiert, ne? Ich will am Ende des Tages vor allem Spaß haben mit dem Stuff, der mir hier serviert wird. Und dann ist mir egal, wo es herkommt. Aber durch meine
Creator-Tätigkeit ist man natürlich hin und wieder mit diesen Debatten doch konfrontiert, auch manchmal mit nicht ganz so netten Kommentaren in diese Richtung. Und darum habe ich mir da selber mittlerweile ein bisschen Wissen zumindest angeeignet. Aber in so einem richtigen Deep Dive war ich auch noch nie drin. Ja, vielleicht findet man da sogar ein paar Entwickleraussagen zu. Ich meine, sogar in der Lore. Ja, selbst in der Lore, also Chris Metzen, der die ganze Welt erschaffen hat. Azeroth, Azathoth, Yogg-Saron, Yogg-Sothoth, der ganze Cthulhu-Mythos von Lovecraft, ja. Götter wie Odin und Thorim, ne. Also, selbst die Story, die ich so liebe, ja, ist jetzt natürlich mit, ich sag mal, einer Menge Inspiration gesegnet. Also, das könnte man, glaube ich, wirklich in so ein Hin- und Her-Feuerwerk verwandeln. Diese, naja, Debatte, dieses Thema, sage ich mal lieber, wenn man das will. Da bin ich mir selber nicht sicher, wie zielführend das wäre, weil am Ende hat man dann vielleicht einfach nur schlechte Laune und kann das nicht mehr genießen, sondern sieht immer nur, wo es letztendlich herkommt. Ja, war ja beim Drachenfliegen schon so, spiel doch kein Dragonflight, wenn das Hauptfeature hier von Guild Wars ist, ja, dann lass es halt, wenn dich das so stört, I guess, also, darum war ich so mega tief noch nicht drin. Stell mir das aber sehr witzig vor, vielleicht machen das mal irgendwelche großen US-Creator oder so. Braucht ihr Hilfe? Wenn die Klicks mal wieder in den Keller gehen, ja, wenn wieder Flaute ist, dann kommen so Titel wie WoW klaut einfach alles, natürlich sehr, sehr gut. Mögen eure Reisen sicher sein. Tigerjäger-Handschuhe. Lebt wohl. Geil, wir haben Sindar. Sucht ihr was Bestimmtes? Ey, und das lief gut. Das lief wirklich gut. Der heißt einfach die Sau. Geil, die dumme Sau. Da reitet sie weiter. Ich liebe ihn. Ich liebe diesen Zwerg. Wir haben Haare, wir haben Fleisch, geringer Mana-Trank. Wird er ihm Aha was bringen? Ein Silber 33, na gut. Ich würde sagen, nein. Und den Rest können wir ja noch aufheben. Mögen eure Reisen sicher sein. GZ, dankeschön. Nach der Beschreibung ist aber der Plunder dann eine Retail-Auswahloption, wie bei Classic Era, WTK, HC oder SOD. Oh, das ist ein spannender Gedanke, wie das über Anmeldungen und so dann laufen wird oder nicht, ne? Ich glaube, da haben sie was gesagt in dem ausführlichen Video, dass halt irgendwie so eine extra Option ist. Aber da habe ich gar nicht weiter drüber nachgedacht. Spannend, ja, dass alle irgendwie zusammengeworfen werden können, ne? Muss ja irgendwie was Spezielles dann sein. Ich mache immer die Karte auf, ist völlig sinnfrei. Wir müssen erstmal gucken, wie wir weitermachen wollen. 20 Schrumpfköpfe wollen sie haben. Okay, sollte Yeniko von den Bloodscalps getötet worden sein, möge ein Fluch für 600 Jahre auf den Geist ihres Häuptlings Gansula kommen. Yeniko, übrigens Sohn von Vol'jin, ne, hat nie irgendwen gejuckt und bisher auch nie weiter relevant gewesen. Habe ich gelernt auf der Gamescom. Auf der Gamescom, wo ich war vor vielen, vielen Jahren, da hat der Moderator zwischen den Showprogrammen auf der Bühne immer so ein Quiz gemacht. Und eine der Fragen war dann, wie heißt der Sohn von Vol'jin? Junge, und das wusste keiner. Ich selber auch nicht in dem Moment. Da war ich noch nicht so deep drin und hab's mir vermutlich auch nur deswegen gemerkt. Und dann alle waren ruhig. Ja, vorher waren so Fragen wie allgemein Blizzard-mäßig, nenne einen Boss aus Diablo. Diablo, ey, hast ein Plüschtier gewonnen. Ja, oder wie heißt Jaina mit Nachnamen? Ja, Prachtmeer, Proudmoore, ey, hast ein Brettspiel gewonnen. Wie heißt der Sohn von Vol'jin? Ruhe. Grillenzirpen. Junge, das war wild. Viele Kopfjäger könnt ihr bei den Ruinen von Sul'Daya und Sul'Kunda finden. Sul'Daya und Sul'Kunda. Ich schätze mal, das sind die hier am Strand im Zweifelsfall. Aber da können wir vermutlich sowohl die Knochenhalskette als dann auch die Schrumpfköpfe fertig machen. Das gucken wir uns mal an. Trolle könnten eine feine Sache sein. Hoffe ich zumindest. Die Season 4 Affixe werden Awakened heißen. Schließt man alle drei Raids von Dragonflight auf Normal Awakened ab, bekommt man das Mount Voyaging Wilderling. Eine Art der Nightfare Aldenwald Wolkenschlangen Mounts, die wir zum Beispiel in Cordia, oh, Return to Cordia finally, in unterschiedlichen Farben erhalten haben. Die Farbe des neuen Mounts wird angelehnt sein an Amir-Drassil. So ein lila-blau-türkis-Ton. Das ist schon echt hübsch. Aber ich finde es jetzt, ja, da sind wir wieder lame im Vergleich zu dem, was man haben wollte. Ein Bakar-Mount, ein Enten-Mount, Vyranos, Iridikron-Skin oder so. Ja, ich fand die Wilderlinge aber sehr, sehr hübsch. Die waren so wie die Drachenformen von dem Jungen aus Chihiros Reise ins Zauberland. Oder so Fuchur-mäßig, ne? Ja,
Solche langen Schlängelfiecher. Das ist schon ganz schön. Aber ich wollte eine Ente. Mann, jetzt kriege ich keine Ente. Ich flippe aus. Ruinen von Tekashi. Das ist nicht die richtige, oder? Suldaya und Sulkunda an der Küste im Norden. Ne, wir sind nicht richtig bei denen. Die droppen zwar die Halsketten, aber nichts, was wir weiter wollen. Darum meinen sie vermutlich entweder Sir Hamedo, hi. Entweder die da oben, die ja so eine richtig große Ruine haben. Und oder die hier unten links. Ich bin mir nicht sicher, wie die zusammenhängen. Oh, ein Drachenskin für M+. Ja, das wird aber höchstwahrscheinlich auch nicht passieren, ne? Höchstwahrscheinlich bekommst du da dann wieder so einen hoppelnden Dino. Das wäre sonst auch zu sinnig hier. Wir brauchen mehr hässliche Hoppeldinos. Oh, ich hoffe, das ist schlau, was ich gerade mache. Oh, ich hoffe, das ist schlau, weil das Schlingendorntal ist voll mit räudigen Viechern. Aber die sind schon grün. Die haben nicht so eine hohe Agro-Range. Das ist gut. Das ist gut, das ist gut. Und hier könnten wir richtig sein. Krieger der Bloodscar. Genau, die wollte er ja verfluchen. Falls wir den Sohn wirklich platt machen. Ishto, hi. Ente dann süß-sauer, ja. Ich fürchte auch. Dann wenigstens Buffut, ne? Das ist doch ein Anfang. Und hier unten? Ja, stehen echt viele. Ich glaube, wir fighten einfach die hier oben. Das ist eine gute Idee. Kann mit dir mitfühlen. Du willst eine Ente? Ich wollte ein Schaf. Junge, ein Schaf wäre auch geil. Ich würde auch ein großes Meerschweinchen-Mount nehmen. Schön mit einem Todesritter tauchen auf einem riesigen Meerschweinchen, wie in dieser South Park-Folge. Junge. Außerdem wird es wieder eine Art von Diner-Token geben, welche wir schon in Shadowlands fated hatten, um uns gezielten Items zu kaufen. Wie, wo und wann man die bekommt, ist noch unbekannt. Bisher wurde nur der Eintrag in den Daten gefunden. Ajo. Nice. In der Shadowlands hatten wir ja auch so eine Fated Season, wo dann alle Raids des Addons nochmal aktuell waren, wir kleinere Raid-Affixe hatten und so weiter. Und mehrere Quests, von wegen töte 25 Bosse, töte 15 Bosse im Anschluss und, wo man jedes Mal ein Token bekommen hat. Und mit diesem Token konntest du dir ein gezieltes Item aus diesen Raids kaufen, ja. Um da eventuell lange Best-in-Slot-Farm-Phasen zu verringern oder gänzlich zu vermeiden. War auf jeden Fall eine ganz nette Mechanik, werden sie also so ähnlich wiederbringen, wie es aussieht. Für das PvP wurden auch schon die Mounts gefunden für Season 4. Der Gladi-Drache wird der aus Season 1 sein in Lila und die Season-Mounts sind die Blumenraptoren aus dem Traum mit Horde- und Ali-Rüstung. Na, die sind aber auch ganz niedlich, oder? Ein Schamane? Ich glaube, der kommt aber ran, oder? Ich denke schon. Hallo zusammen, habe eben das Video zu Plunderstorm gesehen. Gibt es dazu von deiner Seite was oder war es schon Thema im Stream? Haben wir gerade natürlich drüber gesprochen, ja. Aber viel mehr kann ich jetzt eigentlich gar nicht dazu sagen. Also ist nicht, was ich erwartet habe, ist auch nicht, was ich wollte. Wird aber ein schöner Braindead Late Night Farm werden und sieht chaotisch witzig aus. Von daher nette Geschichte und ja, mal gucken, was wird. Ne? Ansonsten habe ich jetzt... nichts weiter, kein geheim Streamer-Test-Server oder so, ne? Da wird morgen schön reingegangen und dann hat man die nächsten Tage ein bisschen was zu tun. Führer Lars via Token, oh ja, das wäre auch was Wildes. Schön das Legigon. Minecraft, ich weiß nicht wieso, aber ich schaue immer, wenn ich HC spiele, deine HC-Playlist, wenn ich SOD zocke, deine SOD-Playlist etc. Passt für mich irgendwie im gleichen geistigen Kontext zu sein, wie die Videos, die ich schaue. Das ist cool. Also das treiben einige ja sogar auf die Spitze, ne? Und haben dann immer ein bisschen Druck gemacht, wenn ich länger keine Let's Play-Level-Folge gebracht habe. Weil sie ihren Char nur dann leveln, wenn ich meinen quasi in dieser Folge auch level. Und sie es dann beim Questen genießen, so wurde geschrieben, nebenbei meiner Geschichte zu diesem Gebiet oder so zu lauschen, ja. Ist dann wie Questen mit Reiseführung und so. Und dann nehmen sie quasi denselben Weg wie mein Charakter. Fand ich unglaublich spannend zu hören, wie unterschiedlich die Leute diesen Content genießen, sage ich mal, ne? Das ist schon echt cool. Oh, die können wir teuer verticken. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Aber ich werde, denke dennoch, irgendwie Videos dazu natürlich machen. Also die Livestream-Mitschnitte von morgen, die werde ich, denke ich, zurechtschneiden, wenn wir ein paar coole Runden haben. Wenn es Story gibt, werden wir natürlich darüber reden. Und ich werde vermutlich auch so Zusammenfassungen machen von den Infos Richtung Season 4 und Co., ne? Die WoW-Spieler sind ja nicht lesefreudiger über die Jahre geworden.
Da bringt es auch immer gut, Klicks den Bums einfach einmal vorzulesen und nochmal zusammenzufassen. Das werde ich die nächsten Tage, denke ich, schon machen. Aber davon ab, ja, klingt es jetzt vielleicht böse, ist das Feature erstmal nicht so der Rede wert, aber ich finde, Blizzard hat da selber einen sehr guten Job gemacht, ne? Alles so weit zu zeigen und zusammenzufassen. Und da wir auch keinen Testserver haben, habe ich jetzt in dem Moment nicht wirklich einen Mehrwert zu leisten. Sicherlich wird es viele Creator geben, die sich da direkt draufstürzen und Videos machen, wo sie einfach eins zu eins dasselbe nochmal erzählen. Das ist dann eben nochmal ein bisschen Klicks in der zweiten Märzhälfte mitnehmen, ne? Aber das fühle ich nur sehr bedingt immer. Und deswegen, ja, mal gucken, was wird. Lausi, hallöchen. Was sagt das über mich aus, wenn ich neben dem Zocken die Mad Moments schaue? Dann bist du einfach nur wahnsinnig und geisteskrank. Jawohl. Aber das ist kein Problem, denn die Mad Moments können auch heilend wirken. Mhm. Heilend in dem Sinne, dass du noch geisteskränker wirst, ja. Wie wärst du denn als Entscheidungsträger mit den Infos für den Patch umgegangen? Was hättest du kommuniziert und was geheim gehalten? Ja, das ist natürlich eine schwierige Sache, ne? Da geht's dann auf einmal nicht mehr ums Meckern, sondern ums Bessermachen. Das ist eine hohe Kunst wieder. Und ich denke, wenn wir wirklich nur von Gameplay-Inhalten sprechen, dann ist es für mich absolut okay, diese zu kommunizieren. Und das wäre so ein Mittelweg, den ich in Zukunft cool finden würde, dass Gameplay-Inhalte klar kommuniziert und vielleicht sogar in Teilen zum Testen freigegeben werden können, allein schon, um mögliche Fehlerquellen ausmerzen zu können. Aber alles, was irgendwie story-relevant ist, ja, was dir wirklich Questreihen, Szenarien, Cinematics und so weiter gibt, das würde ich begrüßen, wenn das auch wirklich geheim bleibt. Ja, und man das nach und nach gemeinsam erarbeiten kann. Das finde ich sehr, sehr cool. Das habe ich auch in Shadowlands mit Cortia und so zum Beispiel sehr genossen mit diesen Questreihen da rund um den Primus, ne? Und das habe ich sehr zu schätzen gelernt. Aber bei Gameplay-Elementen, ja, da brauche ich es eigentlich selber nicht. Ne? Das wäre für mich so ein Mittelweg. Also ich denke, alles komplett rauszuspoilern ist irgendwie nicht Sinn der Sache. Und ich denke auch, jedes Mühe einfach geheim zu halten, einfach um der Geheimhaltung willen, ja, ist irgendwie auch nicht so das beste Feeling. Das haben, denke ich, viele und Blizzard selber ja auch jetzt gemerkt und gelernt. Und darum denke ich schon, dass man für den Spannungsaufbau Elemente finden kann, die es auch in mehrerlei Hinsicht wert sind, dieser Geheimhaltung zu unterliegen. Aber es gibt, denke ich, auch Elemente, die man da wirklich guten Gewissens... Ja, fall um, Junge. Die gehen Enrage. Das ist good to know, Bruder, dass sie so reinscheppern. Holy fuck. Und da ist es dann, glaube ich, ganz gut, naja, eben so einen Drahtseilakt zu zelebrieren, ja, und weder in das eine noch das andere extrem auszuarten. Und dieser Drahtseilakt wird, denke ich, jedes Mal anders aussehen, ja. So wie jetzt, anscheinend haben wir ja gar keine Story, die man geheim halten könnte. Was machst du dann? Dann hast du schon direkt einen Sonderfall, ja. Fredon, hi. Und Sarosa mit dem 8. Monat. Dankeschön. Ich bin zwar meistens im Lurk, aber ich danke dir trotzdem für die vielen lustigen Stunden. Bleib, wie du bist. Dankeschön. Angenehmes Lurken weiterhin. Ich habe noch nicht einen Schrumpfkopf bekommen, kann das sein? Ist es auch eine falsche Ruine jetzt, oder was? Naja, das ist ja im Norden der Küste. Ich raste aus. Aber den Schaman holen wir uns jetzt auf jeden Fall. Das Season 4 Mount ist bekannt. Es wird eine ewigen Mount-Farbe haben. Oh, das ist cool. Ja gut, passt auch zu Fated, ne? Ist ja auch irgendwie Zeitreisen, wenn man so will. Zeitreise durch den Content. Von den ewigen Drachen also, ja? Nice. Ironman Challenge in Retail fühle ich leider tatsächlich nicht aufgrund des momentanen Level-Scalings. Ich habe letztens versucht, mal wieder eine Folge aufzunehmen. Da wurden die Regeln ja auch entsprechend angepasst, ne? Das war ja früher nur weiße und graue Sachen anlegen, keinen Talentpunkt verteilen und so weiter. Und es ist wirklich 100-mal schwieriger als hier in Classic. So, diese Challenge war ja dazu da, das alte Classic-Feeling in Form einer Challenge auch in Retail zu reaktivieren. Und dann hat sie in Retail aber so viel verändert über die Jahre, dass diese Challenge immer mal wieder Probleme hatte. Und ich bin gerade in der Höllenfeuer-Halbinsel bei einem dieser Dämonenposten mit den Kanonen. Und ein so ein normaler Mob da, diese kleinen Kapuzenjacken tragenden Dienerlein, die da die Kanonen zusammenhämmern, die haben mich komplett auf 5% Leben runtergedroppt, ne? Also, das war einfach nicht zielführend, weil auch das Gegenragen dauert so lange. Also, ich habe es immer mal wieder probiert,
Ich habe mir mittlerweile sogar die neueren Regelungen mal zu Gemüte geführt und da ein bisschen getryhardet, aber das hat sich irgendwie einfach nur fürchterlich angefühlt. Und da wir jetzt hier ja auch die wirkliche Challenge haben, wo Iron Man ja nur erdacht wurde, dieses Feeling quasi irgendwie nachzumachen, glaube ich, ist es sogar einfach sinniger und ich hoffe auch spannender, wenn wir das Originalerlebnis nehmen. Akihara, hallöchen, Update-Video, habe ich gesehen. Ja, haben wir mitbekommen. Wurde das ein oder andere Mal erwähnt. Sehr interessant, wenn auch gleichermaßen weder was ich wollte, noch was ich gedacht habe. Ich find's mega doof, wenn man bewusst mal nicht die Beta spielt und dann der Patch kommt und man genießen will und dann random zum Beispiel im Dungeon mit so Beta-Hypern kommt, die dann Tag 1 angeiern wollen, wenn man den neuen Dungeon nicht kennt, also ein komplett neues Add-on. Ja gut, aber solche Leute hast du immer und überall, ne? Die hast du immer und überall. Dementsprechend glaube ich, selbst wenn es wirklich keine Infos geben würde, dann kommst du in diesen Dungeon rein und der erste Boss hat eine Standardmechanik. Der macht eine große lila Void und da rennt einer nicht raus. Dann würde der auch angekackt werden, wie der denn nicht wissen kann, was eine Void-Mechanik ist. Also die Leute, die sich über sowas irgendwie definieren, ja, die immer nach unten treten müssen, um sich selber groß zu machen, die hast du, glaube ich, egal, welchen Infoflow Blizzard vorgibt oder auch nicht. Da hat man einfach Pech mit den Gruppen. Wenn man da gar keinen Bock mehr drauf hat, dann sucht man sich feste Gruppen. Dann muss man da ein bisschen Zeit investieren. Wollen viele auch nicht, ne? Wollen dann lieber spielen, gehen das Random-Risiko ein. Aber ich glaube, das ist so ein Punkt, wo man sagen kann, wo Menschen gemeinsam spielen, und das wird in MMOs natürlich passieren, da wird man das, denke ich, nicht vollends ausmerzen können. Das sind die Ruinen von Suikunda, das sind die richtigen. Oh, scheiße. Oh nein, hier soll es die Schrumpfköpfe geben? Das sieht aber gar nicht gut aus. Vorne auch noch eine Patrouille. Soul, hi. Hast du Sprachtraining gehabt? Nee. Also, ich habe nie professionell in meine Stimme investiert. Ich mache jetzt aber seit 10 Jahren YouTube, seit 5 Jahren Hörbücher. Seit 6 Jahren streame ich jeden Tag. Darum kam einiges in der Richtung von ganz allein. Und die Basis kommt einfach von der Feierschweinzeit, ne? Schön in Zigarren verrauchten Bars gepennt, einen guten Whisky genossen und so. Darum alles eher self-made, ja. Irgendwie fehlt mir von den Belohnungen her der Anreiz zu Season 4. Das Gladimount ist nice, aber das würde ich nicht in 100 Jahren bekommen. Das ist natürlich schade, ja. Aber vielleicht ist da auch schon so ein Stückchen generelle WoW-Müdigkeit gerade bei dir drin, ne? Wenn du wirklich den Anreiz brauchst, um den neuen Content spielen zu wollen. Wenn quasi nicht der Spaß und die Vorfreude an sich überwiegt, sondern man gezielt eine Belohnung braucht, um da gelockt zu werden. Ich meine, vielleicht bist du ein Spielertyp, bei dem das standardmäßig immer und überall so ist, aber vielleicht auch nicht. Und maybe ist das dann so ein erstes Anzeichen für, ich verkacke jedes Mal den Erdschock in der letzten Sekunde, oh mein Gott. Dass du generell vielleicht lieber Pause machen solltest bis TWW oder so, ne? Das kann auch sein. Da muss man einfach immer ehrlich zu sich selber sein. Und umso tiefer man da gräbt, umso mehr findet man vielleicht, was einem im ersten Moment gar nicht gefällt, einem aber langfristig doch den Spaß erhalten kann, ne? Zack. Und der droppt auch nicht, Junge. Jetzt fight ich hier den Trollkampf meines Lebens und der gönnt trotzdem nicht einen Schrumpfkopf. Wie viele brauchten wir davon? 20? Ich komme doch niemals in die Basis rein. Wie wär's mal mit Synchronsprecher, mit der Stimme bestimmt erfolgreich? Das freut mich auf jeden Fall zu hören. Ja, aber das ist auch immer so leicht gesagt, ne? Weil, wie fängst du da an? Also zum einen müsste ich meine jetzt Selbstständigkeit hier als Creator aufgeben, um mich natürlich voll darauf konzentrieren zu können, ne? Und dann ist ja nicht gesagt, dass du das schaffst, so. Also, auch dieses Business ist ja immer mehr vernetzt geworden, ja. Es gibt mittlerweile Synchronsprecher, die freiberuflicherweise auch bei normalen Ausschreibungen mitmachen, so selbst wenn du die Stimme von Cartman in South Park bist und die Stimme von irgendeinem, was weiß ich nicht, How I Met Your Mother Sitcom Character oder so, dann bist du mittlerweile natürlich trotzdem als Freiberufler auf Twitter. Und wenn kleine Game Devs irgendeine Ausschreibung machen für ihr Indie-Spiel, bewirbst du dich damit. Ja, das heißt, die Konkurrenz ist durch diese Vernetzung größer denn je. Wenn du versuchst, irgendwo Fuß zu fassen, konkurrierst du direkt mit der Stimme von George Clooney. Na, weil alle brauchen Aufträge, alle brauchen Kohle, alle wollen die Steuern zahlen. Vor allem die Nachzahlungen. God damn.
Und ansonsten, ja, müsste ich vermutlich dahin ziehen, wo die Hotspots sind. Gerade Berlin und Co. natürlich Riesenmetropolen auch zum Sprechen. Ja, ich müsste quasi alles aufgeben, was ich gerade tue und liebe, um mich da in ein ungewisses, vielleicht haut das hin, zu begeben. Zumal ich ja auch kein professioneller Sprecher bin, keine Theaterausbildung oder ähnliches habe. Und deswegen freut und ehrt mich das sehr, dass ihr das so seht und vielleicht ergibt sich irgendwann und irgendwo mal etwas. Aber Stand jetzt wäre es, glaube ich, sehr ungünstig zu sagen, so, kein Bock mehr, Leute, jetzt tryharde ich mal Synchronsprecher. Darum, Dankeschön für das liebe Kompliment. Aber Stand jetzt, wie gesagt, vielleicht ergibt sich mal was, ja, so dieser eine Dude, der das richtige Hörbuch hört und dann funktioniert das. Aber momentan, ja, vielleicht, wenn ich im Lotto gewinne, ja, wenn man finanziell so abgesichert ist, dass es eh egal ist, dass ich sagen kann, so, Freunde, ich mache jetzt erstmal 2 Jahre keinen Content mehr, dass ich dann sagen kann, gut, das ist Jacke wie Hose, aber ansonsten eine Menge risky, ja, risky whisky. Baron mit der 19 und Skellix mit dem 5. dabei. Vielen lieben Dank. Mal auch gerade Pause mit Retail, hab jetzt mit SOD angefangen. Ja, so ein bisschen zwischen den Versionen hin und her hüpfen, ne? Das machen viele im Moment. Ist ja auch geil, wenn das für einen funktioniert. Ehre. Ich überlege gerade, ob es worth ist, da jetzt ranzugehen, ne? Weil er hat einen Begleiter dabei. Ich fürchte, das ist einfach keine gute Quest, wenn das so anfängt. Ich fürchte, das ist keine gute Quest. Aber welche Ruine meinte er denn noch? Er meinte doch 2. Suldaya und Sulkunda. Viele Kopfjäger bei den Ruinen. Das hier war jetzt welche? Warte, so nah konnten wir, glaube ich, rangehen, richtig? Wir gucken mal, Little Steppies. Das ist Sulkunda. Das heißt, wir bräuchten noch Suldaya. Das ist Balal, Nasingvery. Hier oben an dem Streifen vielleicht noch welche? Weil eine andere sehe ich jetzt auch gar nicht mehr. Können wir ja nochmal gucken, ob wir da Kopfjäger finden, weil das ist mir zu heiß hier. Wenn das so scheiße schon anfängt und das auch alles Range-Mobs sind, das ist keine schöne HC-Quest. Ja, Fazit von eben könnte auch sein, schöne Stimme reicht natürlich nicht aus, ne? Synchron sprechen viele der Größen und Bekanntesten sind da auch übers Theater reingekommen. Ist ja dann mehr Schauspiel als alles andere und der Markt ist auch so umkämpft, wie es kaum geht, könnte man meinen. Ja, gerade durch Netflix und diesen ganzen Anime-Boom, Junge, da ist wirklich, ne, Haifischbecken. Daher freut mich das immer und auch das super positive Feedback, also generell zu hören, ja, wenn Leute reinkommen und sagen, hey, let's go, Bruder. Aber overall ist das Stand jetzt nicht mein bevorzugter Weg. Das sind tatsächlich nur Schamanen und Krieger und Schamanen und Krieger. Aber hier im Norden noch weiter kann ich mich auch an gar nichts erinnern. Wir gucken aber mal hin. Wir sind gespannt, was das wird. Synchronsprecher sind auch alle Schauspieler, da du beim Synchronisieren auch schauspielerische Fähigkeiten brauchst. Das war auch der Tipp, den ich von der lieben Synchronsprecherin von unserer Isera bekommen habe. Man muss den Charakter fühlen, ja, wie in der SpongeBob-Folge. Du musst der Charakter sein, du musst wie der Marmor sein. Bist du ein Elite-Kroki? Nein. Dann fetzen wir dich mal weg. Aber da vorne scheint tatsächlich nur Basilisken zu sein. Nee, dann weiß ich nicht, wo die andere Trollruine noch sein soll. Da drüben war die Insel mit den Wasserelementaren. Dann glaube ich, diese Geschichte ist mir ein bisschen zu heiß. Dann farmen wir vielleicht die Freunde hier unten für die restlichen Knochenkettenfragmente. Obwohl ich das gern kombiniert hätte. Aber ich glaube, alles andere ist gerade ein bisschen zu suizidal. Das hätten wir in SOD tryharden können, aber in HC, Bruder, oh oh. Da wäre das, glaube ich, keine gute Idee. Eieiei. Wie findest du den Battle Royale Modus? Ja, ist PvP, ne? Ich bin ja nach wie vor der Meinung, WoW geht's am besten, wenn PvP endlich voll ins Raus gepatcht wird. Darum kann man mich damit nur bedingt begeistern. Dann habe ich schon gehört, Belohnungen, die wirklich nur der Erstplatzierte bekommt. Finde ich auch schon mal schwierig. Zeitlich exklusiv finde ich auch schon mal schwierig. Also irgendwie vieles, was auch gegen ihre eigentlich momentane Agenda spricht, ne, mit Handelsposten, Twitch-Drops und gegen Fear of Missing Out. Das fühlt sich alles sehr seltsam an. Aber so ist es mit Sicherheit ein nettes Event. Eine absolute chaotische Shitshow, mit der man sehr viel Spaß haben kann.
und ein schöner Braindead-Farm für die nächtlichen Stunden über diese Ruhmstufen. Darum, ich hätte gern mehr Story gehabt, klar, paar schöne Kampagnen, aber ich denke, ist für ein Zwischenpatch und dieses Experimentelle echt okay, ja. Wo, Schamane? Jetzt hatten wir so viele andere, ist der rangekommen? Oder hat er auch einen Kettenblitz geschmissen? Nee, der kommt tatsächlich ran, aber der ist Enrage gegangen. Der war das. Ah, jetzt weiß ich's wieder. Du miese Sau, da ist es schon. Jawohl. Aber diesmal war ich Enrage, Bruder. 15 von 25. Geil. Einerseits verständlich, aber war der Weg, Content Creator zu werden, nicht auch ein Pfad ins Ungewisse? Ein könnte was werden, muss aber nicht. Ja schon, aber den bin ich ja ganz anders angegangen. Na, jetzt bin ich ja von diesem Weg finanziell abhängig. Das war ich vorher auf jeden Fall nicht, sondern dieser Weg hat sich auch 10 Jahre, bevor ich das beruflich machen konnte, entwickelt. Und dann war der Punkt, wo ich mir gesagt habe, okay, jetzt tryhardest du das, weil sich der Weg eben wirklich anbahnt. Ne, da habe ich die Zahlen ja gesehen, da hatte ich quasi meine eigene Erfahrung, meinen eigenen Weg schon vorgezeichnet, wenn man so möchte. Und das wäre jetzt ein Sprung ins kalte Wasser und das Verlassen dessen, was man sich vorher aufgebaut hat, ohne Möglichkeit zurückzukommen. Na? Also wenn man beobachtet, auch wenn große Streamer heutzutage irgendwie mal 2 Wochen Urlaub machen, dann musst du ja direkt aufpassen, wenn du 2 Wochen aus dem Twitch-Game raus bist, dass du nicht in die Irrelevanz abrutscht. Ja? Und dann war's das mit Einnahmen und Sponsoren. Also da hängt mittlerweile natürlich auch eine Menge dran, ne? Und ich liebe es ja auch zu zocken, also das, was ich jetzt habe, ich glaube, das ist auch einfach geiler als alles, was mir Synchronsprechen geben könnte. Wenn ich irgendwann müde bin von dem, was ich tue oder mich keiner mehr sehen will, dann ist das okay und dann habe ich vielleicht die Möglichkeit, vielleicht sogar die Kontakte, mich da in ein neues, tiefes und unbekanntes Wasser zu begeben. Aber gerade beim Creator-Dasein habe ich ja auch nicht von heute auf morgen gesagt, so, ich mache jetzt meinen Kanal und jetzt werde ich YouTuber. Sondern ich habe schon jahrelang diesen Bums gemacht, hatte meinen Spaß dabei und dann hat sich die Möglichkeit ergeben. Ja. Und darum betrachte ich das schon ein bisschen differenzierter. Jetzt ist unser Kätzchen hier am Fighten, Junge. Jetzt haben wir original den 2. anderen Classic-Spieler gefunden. Und der macht auch dieselbe Quest wie wir gerade. Oh oh, darum wuseln wir mal nach vorne. Weil diese Knochenfragmente, die konnten, glaube ich, bei allen Trollen droppen. Und das müsste bedeuten, auch hier ganz vorn haben wir welche, die uns dann noch beglücken können. Wieso bist du jetzt wieder ein alter Tiger? Oh nein. Gleich kommt wieder Sindal um die Ecke und will sich rächen. Das will ich nicht, Junge. Das will ich nicht. Bitte helfen Sie mir. Los rein da, ja. Müssen wir sowieso. Müssen wir sowieso. Es ist zu voll. Liebes Kätzchen, danke für die Buffs, aber musst du nicht Tiger töten? Das ist viel wichtiger, habe ich mir sagen lassen. Quelle Nessingberry. Gerade die Belohnungen von Plunderstorm angesehen. Allein für den niedlichen Pepe muss ich das spielen. Und für das Mount. Ja, und die Sachen wird man sich ja auch erspielen können, nehme ich an. Wenn man nur verliert, ne? Das haben sie ganz gut über diese Ruhmstufen gemacht. Immer ein bisschen Ruf auf Nacken, ja? Und dann kommt das nach und nach. Das ist schon echt okay. Das kann man auch morgens um 3 irgendwie schön Braindead mit einer Serie auf dem 2. Bildschirm farmen. Und dann ist das im Grunde wie so ein T-Mog-Run, ja. Das ist eine gute Sache. So, Aasfresser. Ja, hier sind wir richtig. Aber mir gefällt es nicht, wie leer dieser Streifen hier ist. Hier hat doch auch gerade jemand durchgewildert, kann das sein? Wir pullen mal den Onkel ran. Und brauchen so gesehen nur noch 9 Fragmente. Und ich glaube, diese Quest und oder der Grind für die Quest kann uns auch ein Level abbescheren. Das wäre natürlich fett. Weil dann schwenken bestimmt auch noch ein paar Quests mehr von Orange auf Gelb um. Und das würde ich sehr begrüßen, hör mal. Du kommst gleich... Ah, haha, guck mal, ich wusste es. Scheiße. Und trotzdem fast zu ungeduldig gewesen, ne? Junge, Junge, dieser Fleck war so verdächtig leer. Da ist er wieder, der klassische HC-Blick. Der dich aber, wie wir gesehen haben, nicht immer retten muss, ne? Er kann, aber muss nicht. Auf der anderen Seite ist es aber natürlich eine coole Sache, ne? Das klang gerade vielleicht sogar ein bisschen negativ. Ich will lieber geil zocken und das Wache machen, was ich ohnehin schon liebe, ohne mich jetzt neuen Gefahren auszusetzen. Aber es ist natürlich geil, dass wenn man wirklich irgendwann vielleicht seine Interessen ändert oder das alles nicht mehr so läuft und oder keinen Spaß mehr macht, wie man sich das vorstellt,
dass man dann sagen kann, so, ich habe in diesem Bereich des selber Ausprobierens, ja, des selbstständigen Erweiterns vom Horizont und so weiter, habe ich schon Erfahrungen gemacht, wenn auch leicht anderer Natur. Und die können einem dann natürlich trotzdem helfen, wenn man sagt, so, wir gucken mal, ja, wir sagen jetzt, wir haben genügend Kohle auf der hohen Kante, um auch mal irgendwie ein paar Monate ohne direkten Income zu überleben. Und da investieren wir jetzt die Zeit in Schauspieltraining, in Aufnehmen von Sprachmemos, in Kontakte knüpfen mit Aufnahmestudios und. Und dann kann man da natürlich rein. Also so gesehen, selbst in diesem selbstständigen Sprech-Creator-Bubble-Ding irgendwie einen Plan B zu haben, das ist natürlich geil. Ja, also solange die Stimme so bleibt, wenn ich morgen klinge wie Donald Duck, naja gut, dann kann ich vielleicht wirklich in diese Full-Anime-Richtung, ne? irgendwelche verrückten Wissenschaftler oder so mit reinnehmen ins Sprachrepertoire. Aber das ist ganz nett und viel mehr ist es für mich momentan eigentlich nicht. Aber auch das kann man ja genießen, ne? Darum saugt man all diese Ideen und Lobe natürlich trotzdem auf wie so ein Schwamm. Ich glaube, bei denen sind wir besser bedient, wenn wir auf Range bleiben. Ne? Dann werfen die zwar und unterbrechen so ein bisschen. Aber ich glaube, die machen mit ihrem Axtgewerfe halt so wenig Schaden. Ja, guckt mal. Und wenn wir rangehen, dann hittet der halt normal. Und so wirft er daneben. Geil, der Bruder hat einfach mein Aim, Junge. Zack, jetzt geht er Enrage und ist schon tot. So mögen wir es. Ich glaube, das Gefährlichste hier kann wirklich der Spawn sein. Ne? Da muss man aufpassen, Junge. Da muss man aufpassen. Ist es nicht irgendwie unfair, dass PvP irgendwie mehr zeitlich begrenzte Sachen hat? Elite-Set, Season-Mount, Gladi-Mount. Das Einzige, was er im Plus hat, ist das Season-Mount und Raids. Und wenn dann nur das AOTC-Mount am Ende der Expansion. Ja, ist das unfair? Ich schätze mal, die Idee dahinter ist, dass das ein bisschen kompensiert, dass PvPler nicht so die Auswahl haben, ne? Wann hatten wir zuletzt ein neues Schlachtfeld? Darum... Ist das vielleicht der Gedanke dahinter? Da PvP ja overall auch ein bisschen kompetitiver ist, denke ich, passen solche Belohnungen da auch ein bisschen mehr. Ansonsten geht es im PvE ja viel auch um das Miteinander, das gemeinsame Erspielen, vielleicht auch um andere, ich sag mal, Zeiten, die man da investieren muss in das Spiel, um diese Belohnungen zu erspielen. Da bin ich nicht so drin, weil ich nie beides gemacht habe. Also PvP juckt mich ja generell nicht so viel, darum kann ich jetzt auch nur mutmaßen. Aber vielleicht hat sie einfach der Gedanke hinter dieser differenzierten Belohnungsgebung in dem Fall noch nicht erschlossen. Weder dir noch mir noch Blizzard. Da habe ich noch nicht so weiter drüber nachgedacht, aber da der Content an sich sehr differenziert ist. Oh, gut, dass du mich schon angreifst, mein Freund. Das war aber eine knappe Kiste. Würde ich jetzt sagen, ich empfinde das nicht als unfair oder so. Was vielleicht auch daran liegt, dass es mir einfach ziemlich egal sein kann. Also im Wowcast sagten sie, die meisten Belohnungen, die gibt es am Anfang des Matches, wo man hauptsächlich noch mit PvE-Gegnern zu tun hat. Genau, da kann man so Schatzkisten plündern, ne, bekommt dann seine Fähigkeiten für die Runde und baut eben wie in Shadowlands so Ruf auf für diese Ruhmstufen, ne. Und die gehen dann mit Belohnungen einher, also... Da muss man sich keine Sorgen machen, dass man jetzt jedes Mal für Platz 1 tryharden muss. Findest du eine Webcam-Übertragung relevant, um erfolgreicher zu werden auf Twitch? Puh, ich denke schon. Also viele Leute sehen das gern. Ich selber nicht, mir ist das scheißegal, gerade bei Gaming-Content. Aber das hat sich über die Jahre durchaus zu einem Standard entwickelt. Ob das jetzt nötig ist, um erfolgreich zu sein? Ich würde sagen, nein. Ich würde wirklich nur sagen, es ist der moderne Standard. Ja. Und dann ist vor allem entscheidend, was du damit machst. Es gibt ja auch Leute, die haben eine sogenannte Facecam und filmen dann nur ihre Hände oder ihren Arsch. Es gibt Leute, die haben eine Katzencam nebenbei oder eben auch gar keine. Ja. Darum ist, glaube ich, wichtiger, was du mit dem Medium machst, das du nutzt, als dass du es nutzt. Aber das ist auch nur meine Erfahrung. Vielleicht bin ich da auch zu eingesessen in meiner eigenen Bubble, ne? Und guck da nicht über den Tellerrand. Scheiße, als ob hier jetzt auch noch einer ist. Nein, Bruder, geh woanders hin. Ich warte schon auf den Spawn. Junge, Schlingdorntal ist einfach immer was los, ne? Egal wie du es machst, hier sind immer Leute. Aber
Was er vielleicht nicht weiß, ist, dass die Ruine auch eine andere Seite hat. Haha, der Krieger. Den holen wir uns. Kommen Sie mal rüber. Jawollo. Oh, hinter uns ist auch noch einer gespawnt. Der hat sich gerade frisches Blitzschlagschild gegeben. Dann bleiben wir mal hier unten und können den dann gleich noch holen, den Schamanen. Ja, guck mal, wie die aufs Maul bekommen. Die müssen halt wirklich nur schnell umfallen, wenn ihr Enrage aktiv ist, ne? Aber wenn das passiert, dann hat man die eigentlich wirklich gut unter Kontrolle. Das finde ich schön. Sunjala, hi. One Piece Spoiler auch noch raus, Junge. Ja, gut, Piraten, ne? Piraten in WoW. Hätten wir wissen müssen, dass das zusammenhängt. What a day, Junge. So, noch eine schöne Welle der Heilung rein. Und dann haben wir da vorne noch einen Shami. Aber die hauen immer richtig böse rein, ne? Weil die erst ihre Enrage-Phase zimmern. Und dann knallen die so eine Feuernova raus, Junge. Dazu das Blitzschlagschild, das mir selber ins Gesicht gibt. Das kennen wir ja sehr, sehr gut. Bin ich echt froh, gerade ja auch mit dem Dornenbuff von dem Shami-Kollegen. So, da ist der Enrage. Da ist der Frostschock. Und da kam zum Glück nicht noch ein Feuerzauber durch, ey. Aber wir sind bei 18 von 25. Das ist schon mal schön. Können wir hier jetzt süppeln und dann haben wir hoffentlich gegenüber wieder Spawn. Farme gerade. Was machst du da? Hier hat keiner geklingelt wegen Pizza. Geh rein wieder. Junge. Der Heinz Heribert, der kommt vorbei, um mal die Lage zu checken. Mein Totem betrügt mich. No. Hä? Wieso hat das jetzt so lange gebraucht, um einen Hit zu ballern? Scheiße, und jetzt ist der ran an uns, ne? Das ist ja jetzt die Ultrasituation, die es zu vermeiden galt. Fehlt nur noch, dass mein Totem gleich durch die Wand noch einen pullt. Bruder, was sollte das denn? Scheiße, du benimmst dich jetzt, Totem. Das ist ja unglaublich. Ich wollte hier nur ein Süppeln aufentspannt, ne? Und dann sowas. Um Gottes Willen. Ich muss mal sagen, lieber Kraft, dass ich dir die Karriere als Synchronsprecher gönnen würde. Aber eine Welt ohne dich und WoW wäre echt assi. Die Vorstellung, man muss auf eine Analyse 5 Wochen warten, weil du gerade im Studio bist, wäre die Hölle. Ohne dein Wissen würde ich selber anfangen, Thesen aufzustellen und das würde die leere IRL beschwören. Das ist sehr sweet formuliert von dir. Ja, und genau das war ja auch der Grundsatz, der hoffentlich in den meisten meiner Ideen zu diesem Thema mitschwang, dass ich dann große Teile eben von dem aufgeben müsste, was ich gerade sehr liebe und schätze, für etwas, was vielleicht gar nicht funktioniert oder was mir dann gar nicht gefällt, ja. Und beides wäre echt scheiße. Ich meine, hin und wieder sind solche Situationen unvermeidbar, ne? Musste ja zum Beispiel auch die Berufsschule beenden, so ist ja die auch gern vermieden. Aber, ja, wenn man das sich aussuchen will und kann, na, dann ist das nochmal was anderes. Darum fühle ich, ja, fühle ich. Der Splash-Screen zu Season 4 ist draußen und es gibt 3 Besonderheiten. Oh, die erste ist dieser Aasfresser. Junge, die miese Ratte. Dann müssen wir mal kurz nachbuffen. Like this und dann hoffen wir, dass der Nahkampf ausreicht hier mit unseren Schockzaubern. Aber Junge, der Hammer ballert ja auch fast 100er Crits. Wow. Yo, what? Der wurde ja komplett zerlötet. Oh mein Gott, na dann holen wir den auch noch ran. Let's go. Der Splash-Screen zu Season 4 ist raus. Und gibt 3 Besonderheiten. Erstens scheinen die Raids keine Rotation zu haben, so wie in Shadowlands Fated. Ach, guck an. Zweitens sind 2 Mounts gehighlightet auf dem Screen. Das Season 4 PvE Mount und ein Bakar-Reittier. Here we go. Jetzt nur noch die Ente. Let's go. Und das dritte sieht meiner Meinung nach sehr nach Bodenmount-Rennen aus, aber wer weiß das schon. Haben wir lustigerweise letztens schon gesprochen beim Thema Data-Mining, ne? Dass man... Na, Bruder, was geht? Hüpfen, läuft. Dass man vor einer Weile gedata-meinte Assets gefunden hat, die darauf hindeuteten, dass man quasi Drachenflugfähigkeiten für Bodenmounts gefunden hat. Wo es von Blizzard keine weitere Info zu gab, ja, ob sie da Bodenmount-Rennen planen oder alternative Reiserouten, wo man dann mit einem Bodenmount so schnell beschleunigen kann, als würde man fliegen. Oder. Wurde dann recht schnell wieder aus den Augen verloren, weil 100 andere Sachen im Data-Mining wichtiger waren. Aber möglicherweise hätten wir das doch länger im Auge behalten sollen, ne? Spannend. Also kommt nicht wirklich was fürs Main-Game, oder habe ich das im Video falsch verstanden?
Naja, es kommt eben dieses große Battle Royale Event, ne? Mit ganz vielen neuen Belohnungen und so weiter. Aber es scheint jetzt kein neuer Mini-Raid zu kommen oder eine Kampagne oder wenn doch, dann wurde das da zumindest nicht mit vorgestellt, ne? Scheint also wirklich nur um dieses große Event zu gehen. Bodenmount-Rennen würde ich aber sehr feiern. Würde ich, glaube ich, mehr feiern als Drachenrennen. Ich weiß gar nicht genau, warum, weil ich meine Bodenmonds so vermisse. Weil man die Welt dann doch nochmal aus einer bekannteren Perspektive sieht. Ich habe keine Ahnung, aber feiern würde ich das tatsächlich sehr. Schön mit dem Raptor rumheizen, Junge. Hätte ich Bock drauf, ja. Nur noch 5 von den Knochenhalsketten. Gönn, du Aasfresser, Drecksau. Na gut, ich habe nicht gesagt, was er gönnen soll. Er hat Geld gegönnt, das ist auch okay. Voll nett. Das klingt alles sehr nach einer Art Battle Royale irgendwie für mich. Das liegt daran, dass es eine Art von Battle Royale ist. Das neue Piraten-Event. Also, das hast du absolut in den richtigen Hals bekommen, würde ich sagen. Ne? Fortnite WoW is real. Da ist gleich noch einer. Wo rennt denn der Kollege rum, der hier gerade angehüpft kam? Was macht denn der für eine Trollfarmroute? Der hat da vorne doch gerade einen weggeschlachtet. Und jetzt ist er sonst so hingelaufen. Scheiße. Der hat bestimmt eine geheime Trollgrube gefunden, wo die alle sitzen. Und ich farm hier schön one by one wie der letzte Vollidiot. Oh no. Seht ihr? Wenn ich jetzt Synchronsprecher geworden wäre, dann hätte ich mich damit nicht rumschlagen müssen. Kacke. So kann's auch laufen. Da ist er! Ah, er ist so anders rumgelaufen. Ach, guck mal, verrückt. Der rennt einfach in die andere Richtung. Hast du nichts gelernt, Bruder? Hast du nichts gelernt? Dann gehen wir jetzt mal hier rum. Aber ich könnte mir vorstellen, dass dieser alles hassende Zerhacker genau hier gerade schon war. Tiger down, Tiger am Leben, Troll am Leben. Sehr gut, nur hier konnte auch einer spawnen. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Darum gehen wir diesmal vielleicht eher Risiko und gehen an den Axtwerfer entgegen der Vernunft ran, damit wir hoffentlich nicht noch 2-3 weitere dazu pullen. So. Und Frostschock brettert ja so ehrenlos, dass er hoffentlich selbst mit Enrage nicht wirklich Chancen hat. Alter, aber wie schnell der zuhaut und wenn der krittet, ne? Da hat wirklich die ganze Familie was von, Junge. Oh, oh, oh. Mit dem Bill könnten aber einfach nur die M-Plus-Dungeons gemeint sein. Ist halt der finale Bossraum vom Nokut-Angriff drauf zu sehen. Ah, okay. Ja, letztendlich natürlich auch wieder interpretative Note, ne? Kann in die oder jene Richtung gehen. Aber wäre schon witzig. Jetzt haben wir gerade nochmal drüber gesprochen. Ich habe jetzt Bock auf Bodenmount-Rennen, Blizzard. Macht mal jetzt. Macht mal jetzt, Junge. Bei Craft zocke ich in der Regel immer selbst. Daher vermisse ich die Facecam nicht. Um Emotionen hört man auch sehr gut raus. Daher finde ich, dass man auch React von Craft schauen kann ohne Facecam. Oh, das ist ein spannender Punkt. Gerade auch durch... erstmal interessant zu hören. Aber spannender Punkt, dass man natürlich auch durch diesen geboomten Reaction-Content ja sowieso ganz andere Standards setzt. Und das natürlich auch eine Entwicklung ist, die ich jetzt auch nicht unbedingt als meine favorisierte Entwicklung bezeichnen würde, aber damit geht natürlich auch dieses Sehen und Gesehen werden noch ein bisschen mehr einher, ne? Das stimmt. Das ist ja nicht nur so eine Entwicklung des Entwickeln-Willens, sondern es kamen ja auch neue Content-Elemente dazu, ne? Ja, ja. Kloakenbob mit der 57. Dankeschön, dankeschön. Oh, den können wir uns noch raussnipen, glaube ich. Ist ein Axtwerfer. Das ist gefährlich, was ich jetzt mache. Oh nein, geh nicht zurück. Oh, wehe. Wehe, du bringst den jetzt mit. Oh, du bist ein guter Junge. Du bist einer der besten Trolle, die ich je bekämpfen durfte. Let's go. Dafür krittet der Frostschock jetzt besonders. Boom. Ah, der hatte doch keinen Bock. Aber einen kriegen wir noch. Come on, zweite Chance. Not even needed. Naja. Ein trauriger Tag für die Lego-Insel. Wie schaffst du es, keine Sprachfehler beim Reden zu haben? Oh, die habe ich oft genug, tatsächlich. Das passiert mir beim Lesen, beim Reden, beim Denken. Manchmal habe ich auch Denkfehler. So, gerade an Tagen, wo ich sehr viel rede, ja, wenn ich irgendwie Tage habe, wo ich aufstehe, dann ein Hörbuch einspreche, dann in den Stream gehe, dann Abendbrotspause und nochmal Stream, also da kommt bei mir manchmal auch nur noch Matsch raus. Das ist abhängig von Tagesform und von der Masse, die du sprichst. Und im Keim ist es, glaube ich, einfach Übung und Erfahrung, ja. Da kommt das, glaube ich, her. So sein eigenes Sprechtempo finden
und die eigene Art zu lesen, wie vorausschauend nimmst du die Texte mit, wie sehr denkst du über das nach, was du sagen willst oder auch nicht. Da habe ich generell immer einen Vorteil, dass wir meistens über Gaming reden. Yo, Bruder. Und da kenne ich mich ganz gut aus. Da muss ich nicht immer erst so eine Quelle rezitieren oder mich stundenlang an irgendwas erinnern, was ich auf Wikipedia gelesen habe, sondern gestern habe ich es gespielt, ne? Zack. Und dann kann ich das erzählen, wie aus dem Nähkästchen, ja, so ein bisschen plaudern. Das ist natürlich auch ein Vorteil. Kommt auch ein bisschen davon ab, in welchem Element man gerade ist, ne? Wie war das bei Dr. Eckert von Hirschhausen, das Pinguin-Prinzip? Wenn du einen Pinguin nimmst und stellst ihn in die Wüste, ist scheiße. Aber kickst du den ins Wasser, Junge, ist ja eine schwimmende Legende, ne? Und so ist es, glaube ich, auch in diesen Richtungen. Da muss man nur sein Wasser einmal gefunden haben. Der Aasfresser, der war auch Mili. Jetzt sei ein bisschen paranoia wegen den Trollen hinter mir, weil wir jetzt nicht genau wissen, was unser mitquestender Freund hier alles umgeömmelt hat. Aber ich glaube, selbst im schlimmsten Fall schaffen wir auch mal zwei von denen. Ich will es jetzt nicht provozieren, aber ich glaube, wir schaffen im schlimmsten Fall auch mal zwei von denen. Ja, 22 von 25. Es wird. Wir freuen uns. Hat ja dolle Angst, dass wir 3 Stunden an dieser Questreihe hängen, ne? Aber nein, es ballert. Oh oh, Junge. Jetzt ist der Spawn aber auch frech, oder? Reixi, hi. Jetzt ist aber auch frech... Na, im Moment, Bruder, was ist los? Die haben gehört, dass ich auch 2 schaffen würde, ne? Jetzt wollen wir richtig mies welche verpassen. Oh, dear Lord, please no. Schön weg mit dir, come on. Und dann werden wir aus Prinzip nochmal essen und trinken. Einfach für die Sicherheit. Weil ich glaube, auch wenn du anfängst, diese Trolle zu unterschätzen, dann hast du eine beschissene Zeit, ey. Wenn die beide dann Enrage gehen, oh... Sehr belastend. Schau nach wie vor einmal alle 2 Wochen all deine Trailer-Reactions. Aber hab Gefühl, dass paar mittlerweile fehlen. Oh, das kann sein. Aufgrund der Länge, die ich den Bums schon mache, vorhin haben wir kurz drüber gesprochen, wandern allein aus Übersichtsgründen mit der Zeit immer auch mal Projekte und Videos auf YouTube dann auf privat oder nicht gelistet, ja. Darum kann das tatsächlich sein, dass manchmal Videos, die man vielleicht gern geschaut hat, dann auch diesen Status erreichen, damit über all die Jahre nicht irgendwie 10.000 Videos auf meinem Kanal sind und 3.000 Playlists, ja. Und dann neue Zuschauer direkt denken, Junge, wo soll ich hier denn anfangen? Wo bin ich da denn reingeraten? Darum versuche ich das Chaos immer so ein bisschen mit Kontrolle wie die Titanen, weißt du, zu ordnen. Das nimmt dann natürlich auch hier und da mal so ein paar Kollateralschäden mit, ja, und zack, zerab. Ist mal eine Reaction dabei, mal eine alte Mad Moments Folge, mal ein Let's Play oder. Hallo Craft, hoffe ihr hattet einen tollen Tag. Mal blöd gefragt, hast du deinen WWE-Char schon hochgeladen? Nee, habe ich noch nicht, aber ich denke dran, ich habe es mit auf meiner Liste stehen. Hatte jetzt die Tage keine Priorität, aber in den nächsten werde ich es schaffen, ja. Das wird diese Woche noch passieren. Wowhead haut nun immer mehr kleine Infos raus. Ja, das ist jetzt natürlich gefundenes Fressen für die Newsseiten, ne? Schön viele kleine Artikel, um noch mehr Klicks rauszubaiten. Das ist ja jetzt, müsst ihr euch wirklich vorstellen, die letzten Wochen als WoW-Creator, was die Klicks angeht, das war wie Kriechen in der Wüste. Ja, über dir kreisen die Geier so. Du hast überlegt, was machst du? Wie viele Titten haust du auf die Vorschaubilder? Ja, wie reißerisch machst du die Headline? Welches alte Thema gräbst du aus, um irgendwie auf deine Monatsklicks zu kommen? Und jetzt hast du die Oase gefunden. Jetzt ist die Oase da, Junge. Und jetzt wird sich natürlich bedient, ne? Schön mit den Händen das Wasser reinschaufeln. Oh, damn, son. Und da sind wir alle gleich, wir ekligen Schweine. Oh Gott. Hättest du noch eine Idee, die man nach Battle Royale als Fun-Event bringen bzw. testen könnte? Ich denke an eine Art Tower Defense. Oh, das fände ich auch cool. Wo man in der Gruppe OG oder SW verteidigen muss. Coole Idee, mag ich sehr gern. Einheiten ausbilden und so weiter. Plätze verstärken, bestimmte, ja, so Defense-mäßig eben. Vielleicht sogar Story-mäßig mit eingebunden, dass man die ersten Angriffe auf Sturmwind irgendwie nimmt. Egal, ob jetzt Trolle oder Horde gegen Allianz und so weiter, ne? Also das könnte man auch sehr cool connecten, ja. Fände ich geil. Einheiten ausbilden oder zum Beispiel eine Art Splinter Cell oder Commandos, wo man als Hunter-Rogue-Druid-Combo mehr Takte schleichen muss und gezielt einzelne Bosse tötet. Bisschen wie die alte Illidan-Instanz, wo man auch schleichen musste. Ja,
Das könnte ja auch einhergehen mit so szenarienartigen Geschichten, ja? Also, da war ja immer ein großer Wunsch von mir, dass unsere Helden am Missionstisch irgendwie auch Begleiter sind in der offenen Welt oder wir einmal die Woche nicht nur 2-3 Knöpfe drücken und die wie bei so einem Handygame auf eine Mission schicken für ein paar Gold, sondern dass wir mit denen wirklich auch interagieren. Ja, dass sie uns begleiten durch so ein Szenario, wo du dann aussuchen kannst, nimmst du einen Rexer und eine Lillian mit, dann gehst du da in Verstohlenheit rein. Oder du sagst, ich nehme einen Sauerfang und einen Atric mit und dann ballerst du da einfach wie so ein Wikinger durch mit Kampfschrei, ja. Und je nachdem ist das Szenario ein bisschen anders, je nachdem sieht der Loot und die Erfolge alles ein bisschen anders aus. Fände ich cool. Fände ich cool. Also da gibt es definitiv eine Menge, an dem sich Blizzard noch bedienen kann, wenn sie das wollen. Ja, das ist immer die große Frage. Wie sehr wollen sie das? Wie sehr wollen wir das auch? Wie gut passt es bei WoW mit rein oder nicht? Aber Möglichkeiten... Oh, nee, der steht nicht gut. Jetzt vielleicht. Möglichkeiten gibt es da einige. Und gerade wenn man sie mit der Story verbinden würde, bin ich da aber so weit von großer Freund von, ja. Fände ich geil.